Kugel sicher und Wind geschützt. So, hallo, grüß Gott. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass am Sonntagmorgen alle schon so zahlreich da sind. Wir sind jetzt schon 150 Personen im Chat. Puh, da steigt natürlich der Druck ein bisschen, aber ich bin mir ganz sicher, wir werden das meistern. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich würde mich freuen, wenn ihr viel mitnehmt heute, und ich möchte euch ganz am Anfang kurz erklären, wie so das alles überhaupt geboren ist, wie die Idee geboren ist mit diesem Facebook Live Chat. Es hat natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko, weil alles, was ich heute sage, das ist im Netz, und dazu muss man danach stehen. Wir werden wahrscheinlich viele Nachahmer finden, ich hoffe so, weil es ist ja bloß unterhaltsam für uns alle. Die Neider werden auch gucken und sagen, wann sagt er was falsch, wann macht er was falsch, aber dazu muss man stehen und das werden wir aushalten. Ich verspreche auf jeden Fall eins, ich werde alles geben, und wenn ich heute in der Früh durchs Dorf gegangen bin, gerade vorhin nochmal, um Luft zu schnappen, um das schöne Wetter zu genießen. Bei uns in Bayern ist im Übrigen Bombe, bei uns ist das beste VJP-Wetter, wo man sich vorstellen kann. Und trotzdem machen wir heute mal VJP digital. Wir können es nicht draußen im Wald machen. Bei der Situation, die wir haben, dass wir Ausgangsbeschränkungen haben, gerade in Bayern, ist es ja noch ein bisschen länger wie im Rest von Deutschland. Inzwischen haben wir natürlich auch da, was die Strenge und Ding Nachahmer gefunden, wo es noch strenger ist wie bei uns. Aber in der Regel ist es ja nicht ganz so streng wie in Bayern. Ich glaube jedoch und bin mir da ganz sicher, wir werden am 19. April mit Sicherheit in irgendeiner Form eine Lockerung erleben. Wenn man jetzt die ganzen Presseberichte oder von diesem Professor Hendrik Streeck, auch dieser Virologe, wenn man das anhört, es wird definitiv, es scheint besser zu werden, es scheint sich was zu ändern. Und da bin ich guter Hoffnung, dass wir am 19. April Veränderungen erleben und mit Sicherheit noch einige unserer Hunde VJP führen können. Ich hoffe, dass auch unsere Verantwortlichen da entsprechend tätig sind und da auch bei der Politik schon mal Bescheid sagen. Denn eins ist jetzt schon klar, wenn wir zu fünft oder zu sechst im Abstand von 5 Meter über die Felder gehen mit unseren Hunden, das weiß man heute schon, dass das definitiv nicht ansteckend sein wird. Und da lassen wir uns aber jetzt mal nicht abbringen zu dem Thema VJP. Ist nur eine oder ist keine? Das war eine der meistgestellten Fragen, die ich natürlich nicht unbedingt beantworten kann, aber meine Meinung dazu, die werde ich nachher sicherlich kundtun, und zwar danach, wenn wir bei den Fragen sind. Ich freue mich riesig, dass es so einen Zuspruch hat. Ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht. Also wenn ich ab und zu nach links schaue, schaue ich in den Bildschirm, und vielleicht auch mal auf mein Blatt. Es kann auch sein, dass ich aufgrund von meinem Alter, ist es jetzt schon notwendig, das eine oder andere Mal eine Brille absetzen muss und da reinguck. Aber ich habe wirklich viel für uns aufgeschrieben und vor allem viel für die jungen Führer und Erstlingsführer. Und so ist es eigentlich entstanden. Ich habe mich auch gestern noch einmal zurückgelehnt und habe mir vorgestellt, wie war meine erste Jugendsuche. Meine erste Jugendsuche, ich weiß, ich habe überhaupt kein Auge zugemacht. Ich bin Tage davor jeden Tag irgendwo hingelaufen zu Leuten, die Ahnung haben, die erfahren sind. Ich war hochmotiviert,
und wollte einfach eine gute Prüfung machen, wollte mit meinem Hund was zeigen, habe geübt wie ein Wilder und wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe denen Löcher im Bauch gefragt, alle. Löcher in den Bauch gefragt, einfach um zu erfahren, was kommt auf mich zu, wenn ich Jugendzuge führe. Leider Gottes ist es jetzt nicht möglich. Wir können praxismäßig nicht üben, wir können nicht in der Gruppe üben, wir können ja keinem was zeigen. Und wir versuchen das jetzt mal in den nächsten 1,5 Stunden, ob wir da digital was rüberbringen, dass die Menschen was haben. Und vor allem freut es mich, dass wir heute diesen Live, Facebook Live, für alle Hundierassen machen, für alle Vorstehhunderassen. Wir sind jetzt einmal ganz weg von unserer Rasse, eventuell Rassefanatikern oder was. Das VJP-Thema, das betrifft uns alle und wir können da alle auch nur voneinander lernen. Und wie ich so reingefühlt habe in mich, wegen der Jugendzuge, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie muss es jetzt wohl den jungen Führern gehen, die nichts wissen. Ich habe es an meinem WhatsApp gemerkt, die haben mir immer wieder Fragen gestellt und sie hören eigentlich nichts Vernünftiges, sie hören nur, es ist die Hölle, die Seuche, es ist alles schlimm, es werden im Fernsehen nur Katastrophenbilder gezeigt. Ich muss euch da einfach sagen, was diese Negativpresse und das alles mit unserem Immunsystem macht, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Dieses Thema Social Distance nehmen wir, vielleicht auch wir, weil wir oft am Land wohnen, weil wir Hunde haben, weil wir unsere Gärten haben. Wir haben wirklich diejenigen, die da absoluten Luxus genießen in dieser Zeit und auch Ablenkung haben, was machen können. Andere sitzen daheim, kommen nicht raus, die Kinder sind alle daheim, die Leute sind am Durchdrehen. Und daher ist es mit dem 19.04. wirklich so ein Tag, wo ich sage, gesellschaftlich und ökonomisch wird es gar nicht möglich sein, es in diesem Ding so weiterzuführen, vor allem mit dem Hintergrund, dass die Zahlen besser werden. Und dass man natürlich inzwischen weiß, wie die Ansteckungsgefahr und das passiert. Man merkt auch, die Nachrichten werden etwas positiver. Man sieht ein bisschen Licht am Horizont. Und somit bitte ich euch einfach, schaltet den Fernseher nicht so oft ein, hört euch das nicht an, zieht euch das nicht rein. Das macht uns krank, das ewige Negative. Und ich bin so froh, dass wir keine Masken haben. Weil, wenn wir überall auf der Straße nur Leute rumlaufen sehen würden, die Masken aufhaben, wir würden nicht durchdrehen. Mich würde mal interessieren, wie unsere Hunde reagieren, wenn überall Vermummte rumlaufen. Und somit machen wir jetzt mal digital. Ich werde sicherlich nicht alles super machen. Ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass ich für die Jungen viel, viel Mehrwert mitbringe. Und eigentlich kann jeder was lernen oder mitnehmen, wenn man offen an was rangeht, ohne Vorurteile, dass man einfach sagt, schauen wir mal, wie das der Jürgen Böttcher macht. Ganz wurscht, ob man mögen oder nicht mögen, aber schauen wir mal, was da so passiert. Ich verspreche euch eins, ich bin mir ganz sicher, wenn man objektiv drauf schaut, wird es einen Mehrwert geben. Und ein Punkt auch noch für dieses Live, für diesen Live-Chat, ist das, dass ich gesagt habe, mei, einen Film aufnehmen, den wieder verbessern und machen. Das muss original sein, das muss auch sein, wie man ist. Und deswegen muss ich euch danken, dass ihr so zahlreich da seid. Wir haben jetzt schon über 200 Teilnehmer. Und das zeigt mir, dass wir Hundeleute wirklich eine unvorstellbare Zugehörigkeit oder Zusammenhalt haben. Trotz dem schönen Wetter sitzen wir jetzt irgendwo am Laptop oder Handy oder PC und gucken, was da so kommt. Sind neugierig, ich auch. So nach und nach wird dann die Nervosität hoffentlich ein bisschen weggehen. Aber wenn ich da so sehe, wer da alles zuschaut, das ist ja unvorstellbar. Von überall, ich wusste gar nicht, dass man da überall Deutsch spricht. Oder haben viele Hoffnung, dass ich Englisch spreche. Ich habe gestern in der Vorankündigung schon gerade gesagt, dass
ich die Vorstellung von mir ganz kurz mache. Also ganz kurz, ich bin der Jürgen Böttcher, bin seit Jugend an Jäger, bin durch die Jagd zu Hunden gekommen, war viele, viele Jahre der typische Hundemann, der gesagt hat, ah, Prüfungen hin und her brauche ich nicht, ich mache einen Hund für mich. Wenn ich dann irgendwo auf der Entenjagd war und habe dann einen gesehen, der seinen Hund richtig ausgebildet hat, habe ich gesehen, meine Güte, denn sein Hund holt ja die 20. Ente auch noch. Meiner wollte nach der 5. dann meistens nicht mehr ins Wasser. Ich kann mich nur gut erinnern, wie der Peter Loos, das ist ein Deutsch-Strathaarführer gewesen, einmal auf einer Entenjagd, ich kannte den vorher nicht, zu mir gekommen ist. Und wie mein Hund der 5. Enten nicht mehr bringen will und der andere im Kreis schwimmt, bei ihm war schon ein Berg Enten gelegen, kommt er zu mir rüber und gibt mir eine Schrotpatrone. Da sage ich, was soll denn das sein? Er sagt, das ist für deinen Hund. Weil das ist ja fürchterlich, da brauchst du ja Warthosen mit dem Hund. Und irgendwann bin ich zu meinem, habe ich mir überlegt, nee, ich tue halt lang rum, ich kaufe mir einen fertigen Hund. Habe mir den fertigen Hund gekauft und musste den aber einmal decken und bin so zum Züchten gekommen, denn der Deckrüdenbesitzer war der Karl Lang. Und der Karl Lang, so, sind wir wieder da. Ja, jetzt hat mich gerade wer angerufen. Das ist natürlich peinlich, wenn mir wer beim Live-Chat anruft. In dem Moment geht das Bild weg. Aber es sind alle noch da. Es passt alles noch. Also ich war gerade beim Karl Lang. Der Karl Lang war mein großer Mentor bei Hunden. So bin ich zum Hundezüchten gekommen. Also ich züchte auch Hunde. Ich führe regelmäßig Hunde. Ich glaube, ich führe die letzten 10 Jahre jedes Jahr einen Hund. Jugendsuche, HZP, Hegewald, VGP. Also immer durchgeführt. Über Erfolge oder nicht sprechen wir nicht, vielleicht sprechen wir darüber, ich bin sogar schon mal durchgefallen, aber ich glaube, jeder Gute hat es schon mal hinter sich gebracht. Das ist natürlich ein ganz komischer Gang, wenn du nicht als Letzter, sondern als Erster deine Ahnentafel dann nach der Prüfung holst. Riecht auch seit ungefähr 10 Jahren jedes Jahr, jede Prüfung ungefähr zweimal, bis auf die Hegewald, da führe ich meistens. Und ich erzähle heute meine Wahrheit, habe aber gestern auch schon gesagt, es gibt natürlich mehrere Wahrheiten und mehrere Wege nach Rom, sagt man. Und meine Wahrheit erzähle ich. Am Schluss machen wir die ganzen Fragen. Die Fragen sind sicherlich interessant, da wird es viel dazu gehen, auch wie machst du das oder das. Da tue ich euch gern über alles Auskunft erteilen. Und auch einer der Gründe, warum ich das mache, ist, weil mein Lehrmeister und Mentor Karl Lang hat mir auch immer, so habe ich es empfunden, alles weitergegeben und gesagt. Und auch ich nehme immer noch bei Hundekursen teil, tue mich weiterbilden. Ich helfe auch meinen Leuten, die von mir einen Hund haben, immer mit so kleineren Kursen, wo wir da mal miteinander machen, wo wir was üben miteinander. Leider kann ich nicht Englisch dazu sprechen, weil dann würden viele Deutsche das nicht mehr verstehen und mein Englisch ist so schlecht, da würde dieser Vortrag den ganzen Tag dauern. Also ich muss in Deutsch sprechen. So, das war jetzt einmal so kurz meine Vorstellung. Und nachdem es in vielen, vielen Vereinen auch nichts gibt für die Jungen, für die Nachwuchsführer, habe ich mir gedacht, Mensch, wir machen das jetzt mal digital und ich erkläre einfach mal Ablauf Jugendsuche. Und wir haben natürlich viele, viele tolle Vorstehhunderassen. Jede Hunderasse hat seine Daseinsberechtigung. Jede Hunderasse, die anerkannten, sind bei uns ja auch im JGHV und unterziehen sich auch unserer Prüfungsordnung. Und für mich ist auch ein ganz psychologisch wichtiger Punkt für die Jungen und auch für uns, dass wir Jugendsuchen führen, weil nur in der Jugendsuche können wir eigentlich wirklich die Hasenspur in einem gewissen Alters, in einem jungen Alter vom Hund erkennen, wie macht er seine Hasenspuren. Und deswegen ist eine Jugendsuche auch psychologisch für die Führer wichtig, dass man einfach schon mal eine Prüfung gemacht hat, bevor dann wirklich die Prüfungen wie HZP, VGB kommen, wo es viel, viel mehr um Erziehung und Abrichtung geht wie in der Jugendsuche. Und wenn ich
gestern oder heute in der Früh rausgegangen bin, also ich kann euch eins sagen, mir blutet das Herz, kann ich da bloß sagen, bestes VJP-Wetter. Wenn man jetzt so vorstellt, wie ich heute früh draußen war, da habe ich mir noch gedacht, Mensch, jetzt würdest du wahrscheinlich gerade im Feld draußen sein und würdest dir überlegen, laufe ich in den normalen Schuhen oder ziehe ich Gummistiefel an. Stattdessen habe ich die ehrenvolle Aufgabe, nervös macht es mich übrigens mehr, als wenn ich wirklich führen würde, hier ein Facebook Live mit euch zu machen und euch allen was rüberzubringen. Also die Zuschauer kommen noch, werden immer mehr. Wir haben jetzt ungefähr so bei 230, 240 Zuschauern. Und ich möchte jetzt einfach damit beginnen, dass wir uns alle mal vorstellen, was war bei unserer ersten Jugendsuche, beziehungsweise wie fühlt sich jetzt der junge Führer? Der junge Führer hat jetzt mehr oder weniger geübt, hat viel gemacht, weiß nicht recht, was auf ihn zukommt. Wahrscheinlich hat nach das noch keiner erklärt. Ich empfehle immer allen, guckt euch bitte die Prüfungsordnung an, lest sie durch, stellt dann jemanden, der Ahnung hat, Fragen über die Prüfungsordnung, dass ihr überhaupt wisst, was genau verlangt wird. Und meine erste VJP bin ich gestern mal so in mich reingegangen. Ich habe es gerade vorhin schon kurz gesagt, ich habe über Nacht kein Auge zugemacht. Ich habe mir alles ausgemalt. Ich bin gar nicht mehr aus dem Denkding rausgekommen. Was wird da sein, was wird da sein, was wird da sein. Ich weiß nur genau, wie nervös ich war. Und wie fertig ich war. Aber ich will allen mitgeben. Stellt euch mal vor, wenn im Wald nur die Besten singen dürfen, besten Vögel singen dürfen, wie still das da wäre. Und deswegen glaube ich, sollten wir da ganz, ganz locker rangehen. Und wir gehen einfach mal jetzt nach und nach, ich nehme schnell mal einen Schluck von meinem Kaffee, dann beginnen wir ganz kurz mit Theorie, VJP, warum, und machen dann weiter und kommen so schnell wie möglich zur Praxis und Fragen. Also grundsätzlich, die VJP ist ja mal ist dafür da, dass man die natürlichen jagdlichen Eignungen von einem Hund entsprechend natürlich durch Vorbereitung die Anlagen geweckt zeigt, dass der Richter sehen kann und erkennen kann, was für Anlagen hat der Hund. Bitte geht's weg von dieser Traumvorstellung, wo manche erzählen, man muss mit einem rohen Hund zur Jugendsuche gehen. Wenn du mit einem komplett rohen Hund zur Jugendsuche gehst, hast verloren, da brauchst du gar nicht hingehen, da bist unter Nirvana. Du musst mit dem Hund was tun, du musst als Hundeführer die Anlagen bei dem Hund wecken. Und die Anlagen wecken, darüber werden wir noch sprechen, wie das bei mir ist. Ich sage immer so, und das gilt jetzt für die älteren Führer, wer immer das Gleiche tut, wird immer das Gleiche bekommen. Also nur wer bereit ist, ein bisschen was dazuzulernen und sich zu verändern und was anders auszuprobieren, wird auch ein anderes Ergebnis einmal bekommen. Ich probiere immer was aus und deswegen ist so ein VLP auch wichtig. Ich habe früher die Hunde von klein auf ausgebildet, davon bin ich ein totaler Fan, also vom Babyalter an, da komme ich aber noch drauf. Jetzt lasse ich dem Hund oft ein bisschen Zeit, Hund zu sein und fange erst später an, aber das liegt auch daran, weil ich es einfach jetzt besser kann und ein bisschen strukturierter und systematischer an die Ausbildung rangehe. Zur Jugendsuche zurückzukommen, wir prüfen in der Jugendsuche die Fächer Spurarbeit. Die Spurarbeit wird am Hasen oder am Fuchs geprüft. Dann prüfen wir den Nasengebrauch, die Suche, das Vorstehen und die Führigkeit. Das sind die Fächer, die benotet werden. Wir prüfen aber natürlich auch noch den Gehorsam, Schussfestigkeit, Art des Jagens und. Diese Sachen werden nicht mehr beurteilt. Und ganz neu, was ich absolut für Bombe finde und wichtig für uns, ist, dass wir jetzt auch das Wesen und die Verhaltensweisen vom Hund beurteilen. Weil nur da werden wir Hunde dann auch rauskriegen,
mit denen der normale Jäger jagen kann und wir alle viel Freude haben und nicht irgendwie so Prüfungsraketen, mit denen wirklich nur mehr ein paar Leute jagen können. Wir müssen da schon auch ein bisschen schauen. Wir brauchen einen Hund, der das ruhige Wesen hat, der, das ist ja schrecklich mit diesen Punkten da am Kopf da, das ist ja, also ich drehe mal das Ganze ein kleines bisschen rein. So. Also, wir müssen halt einfach schauen, dass wir Hunde haben, mit denen wir auf die Jagd gehen können. Wir gehen jetzt mal weiter, und zwar Spurarbeit. Spurarbeit wird jeder fragen, ja, wie geht das, wie übe ich das, wie mache ich das, da komme ich noch. Ich sage jetzt einfach mal ganz kurz, was laut Prüfungsordnung wichtig ist. Wir wollen ja einfach, dass der Hund die wahrgenommene Spur, egal ob Hase oder Fasan, möglichst mit viel Spurwillen und Spursicherheit arbeitet. Für uns ist es nicht wichtig, wie lang die Spur ist. Für uns ist es wichtig, dass der Hund vor allem die Übergänge, die Schwierigkeiten, je schwieriger die Spur ist, desto besser werden wir die beurteilen. Wichtig auch noch für alle jungen Führer. Ihr könnt mit eurem Hund 30 Meter mitgehen. Das heißt, also da schaut keiner auch mit Argusaugen drauf. Wenn es 35 sind, wird auch jetzt nicht einer mit Metermaß nachlaufen. Bitte tut eure Hunde schon gleich, wenn ihr mit dem Hund losgeht, immer mit einer Ablaufleine, dazu komme ich später noch, führen, dass ihr dann auch rechtzeitig zur Spur kommt. Also für uns ist wichtig Spurwille und Spursicherheit. Das nächste ist der Nasengebrauch. Den Nasengebrauch, den erkennen wir am ehesten an dem, wie der Hund uns Witterung anzeigt, wenn er in der Suche ist. Den erkennen wir beim Vorstehen und den erkennen wir auch dann, wenn er auf der Spur von der Spur runterkommt, die Spur wieder sucht und wieder aufnimmt. Und die Nase ist meines Erachtens das Schwierigste zu beurteilen. Da hoffe ich immer und wünsche mir immer für jeden Führer, dass er möglichst Richter kriegt, die regelmäßig richten, noch besser die regelmäßigen Hund abführen. Das nächste ist die Suche. Die Suche in der Jugendsuche, da wollen wir einfach bei dem Hund sehen, dass der Hund einen Willen hat zu finden, dass er einfach fleißig, weiträumig, flott sucht und zeigt, dass er Beute machen will, dass er was finden will, dass er mit uns jagen will. Aufpassen da, übermäßige Trabsuche heißt, der Hund geht bloß in einem normalen Trabtempo. Da immer versuchen, den Hund anzutreiben, komme ich ja gleich noch drauf, dass das nicht passiert, weil sowas kann nur mehr mit gut bewertet werden, also nicht mehr mit sehr gut. Dann komme ich zum Vorstehen. Vorstehen ist einfach, dass der Hund wild, das er findet, uns durch Vorstehen oder Vorliegen, das habe ich zwar noch nie gehabt, aber durch Vorstehen uns das Wild anzeigt. Der Hund muss in der Jugendsuche weder durchstehen, noch muss er wird es bestraft, wenn er nachbrellen tut oder irgend sowas. Wichtig ist einfach nur, dass der Hund vorsteht. Und da haben viele, viele in der Ausbildung Riesenprobleme, wenn sie nicht von Natur aus ein Naturtalent haben zum Vorstehen. Weil einfach den Leuten da zu wenig an die Hand geben wird und zu wenig in der Praxis geübt wird. Erkläre ich nachher auch noch, gratis vorstellen. Führigkeit und Gehorsam. Also den Gehorsam, den prüft man, oder auf das schaut man die ganze Zeit, wie der Hund zurückkommt, wie er sich anleinen lässt, oder Führigkeit und Gehorsam, wie er folgt und die ganzen Sachen. Aber Führigkeit ist auch ganz ein wichtiger und interessanter Punkt. Führigkeit erkenne ich daran, wie der Hund reagiert, wenn er in der Suche ist. Schaut der Hund nach seinen Führer oder pfeift der Hund nur umeinander bei der Suche? Das hat alles nichts mit Führigkeit zu tun. Führigkeit ist, wenn der Hund zeigt, er möchte mit dem Herrchen zur Jagd gehen, er möchte mit dem Herrchen jagen und orientiert sich an den Herrn. Das sind so die Punkte, die wir bewerten. Gehorsam und Schussfestigkeit bewerten wir nicht mit Punkten, aber natürlich sind es wichtige Punkte, auf die komme ich dann. Indem wir, jetzt haben wir mal das ganze Ding durch, vielleicht ganz kurz für die jungen Führer,
eigentlich muss keiner Angst haben, dass er durchfällt. Bei der Jugendsuche durchzufallen, das ist äußerst schwierig. Und in einem Fach 3 Punkte zu kriegen, um das Fach zu bestehen, das ist verhältnismäßig einfach. Also ich sage immer so, wenn euch der Hund nicht abhaut und nicht mehr kommt, dass der Hund vielleicht einmal 20 Minuten, eine halbe Stunde nach einer super Spur weg ist, ist auch okay. Aber wenn euch der Hund nicht abhaut, dann werdet ihr nicht durchfallen. Und alle Richter werden immer schauen, dass sie möglichst die Leute nicht durchfallen lassen und dass man was sieht. Ich kann euch einmal später zeigen, wie so ein Jugendsuchenzeugnis ausschaut. Ich kann euch zeigen, wie so ein Ding ausschaut. Und ich habe mal gedacht, wir halten uns mit den Dingen, jetzt muss ich mal direkt ein bisschen gucken, ein bisschen auf, gerade kriege ich die Frage rein, warum eine Ablaufleine, also vielleicht beantworte ich die eine Frage kurz dazwischen. Ablaufleine ist für mich die 5 Meter Abrichteleine, die ich einfach durchs Halsband durchziehe, sodass ich mit dem Hund mitgehen kann und den Hund ganz langsam von der Leine lassen kann. Weil wenn ich mit dem Hund die 30 Meter mitgehe bei der Spur, wie dann auch später mal bei der Schleppe, kann ich natürlich nicht wieder plötzlich anhalten und den Hund mit dem Verschluss vom, oder das Halsband runter tun oder die Leine abhängen. Deswegen lasse ich ihn dann einfach rauslaufen aus der Leine, indem ich das eine Ende, wo nicht der Verschluss ist, auslasse und so langsam der Hund plötzlich ins Freie übergeht und frei suchen kann. Das war jetzt zu der Frage, warum mit Ablaufleine. Namen sage ich keine dann. Okay? Deswegen mit Ablaufleine. So, und jetzt gehen wir mal zum Ablauf von so einer VLP. Also normalerweise, das werden wir allerdings dieses Jahr nicht erleben, trifft man sich im Suchenlokal. Vielleicht da kurz dazu vor für die Erstlingsführer. Ich fütter meine Hunde in der Früh vor der Jugendsuche mit einer Handvoll Futter. Ich nehme immer zur Jugendsuche Wasser mit. Wasser ist das A und O, weil gerade in der Jugendsuche, wie zum Beispiel heute wäre so ein Tag, passiert eins, wir kommen von aus einer kälteren Jahreszeit raus und jetzt sind die ersten 2, 3 warmen, richtig warmen Tage. Oder nächste Woche mal der 25 Grad. Wenn ich da einen Hund, der Hund, wenn er einmal einen Hasen hetzt, beziehungsweise eine Spur macht oder eine Suche, der ist platt danach. Wir müssen Wasser bei uns dabei haben. Wasser, eine kleine Schüssel hinten im Rucksack rein, vielleicht noch einen Traubenzucker, falls der Hund plötzlich Unterzucker hat. Zur normalen Leine, noch unsere Abrichteleine, Ablaufleine. Das sind so die Sachen, die ich mir am Tag davor herrichte. Ganz wichtig, auch noch ein Signalhalsband. Sehe ich immer wieder, dass Leute auf eine Prüfung gehen, Jugendsuche oder sonst wohin, und haben für ihren Hund, lassen ihren Hund frei laufen, haben keine Signalhäusung dran. Das ist einfach Schutz für euren Hund, dass der Hund besser gesehen wird, dass man als Autofahrer oder sonst wo drauf reagieren kann. Das gelb-rote Warnhalsband, das fällt einfach auf. Also gut, dann schlafe ich über Nacht wahrscheinlich verhältnismäßig schlecht davor. In der Früh gehe ich mit meinem Hund nochmal Gassi und habe meine Sachen schon hergerichtet. Gib meinen Hund eine Handvoll zum Fressen, lass ihn was saufen, geh nochmal raus mit ihm und dann fahr ich los. Wie schon gesagt, das Thema Suchenlokal wird es dieses Jahr nicht geben. Dort wird man sich normal treffen und wird seine Sachen abgeben, ein bisschen plaudern, schauen, in welchen Gruppen das man eingeteilt wird. Und dann wird nach einer öffentlichen Richterbesprechung oder Schulung werden die Gruppen eingeteilt, dann kriegt man seine 3 Prüfer zugeteilt, meistens sind 3 Hundeführer bei 3 Richtern und fährt raus ins Feld. Das wird dieses Jahr sicherlich anders sein. Also wenn wir Jugendsuchen haben, wird es sicher so sein, dass wir uns gleich am Feld treffen, dass wir immer gehörigen Abstand voneinander halten. Das gebührt einfach, ist der Situation jetzt geschuldet. Wir müssen uns auch keine Hand geben beim Begrüßen und wir können immer 5 Meter Abstand halten und können so unsere Hunde mit Sicherheit ohne jegliches Infektionsrisiko durch die Jugendsuche führen. So wird es, wenn wir eine machen, dieses Jahr sein, weil
Das Versammlungsverbot, das wird mit Sicherheit noch eine Zeit lang bestehen bleiben. Und ich muss sagen, ich halte es auch für richtig, man muss das ja auch nicht machen. Einfach zum Schutz von unseren älteren Mitmenschen und von den Risikogruppen müssen wir jetzt schon einfach da dabei bleiben und schauen, dass das weiterhin so ein Erfolg wird, wie es jetzt momentan bei uns in Deutschland ist. So, dann werden wir uns draußen im Feld treffen. Im Feld wird der Richter Obmann, einer der Richter ist der Sprecher, der Richter Obmann wird sich und seine Mitrichter vorstellen und wird dann zu den einzelnen Prüflingen sagen, was der Reihe nach kommt, wird das alles erklären und das läuft meistens wie folgt. Nach der Vorstellung sagt er, wir gehen jetzt in den ersten Suchengang, dort können sich die Hunde auch lösen und wir marschieren los und jeder nimmt seine Waffe mit, um später die Schussfestigkeit zu prüfen. Die wird nicht im ersten Suchengang geprüft, um einfach den Hund auch ankommen zu lassen, dass dem Hund gut geht und dass der Hund sich weiß, was da passiert. Wir gehen los. Einer lässt seinen Hund laufen. In der Regel machen dann alle nochmal ihr Geschäft. Von den Hunden meine ich. Und dabei kann man vielleicht schon die eine oder andere Vorstellleistung sehen. Die Hunde, die Richter werden dann jeden einmal suchen lassen. Und dann geht es sehr oft so weiter, dass man sagt, wir machen Streifen, gehen mit Streifen übers Feld, suchen Hasen, dass man wenigstens für jeden Hund schon mal eine Hasenspur hat, dass da der Druck wegfällt. Nach dem Hasenspuren machen, da wird es meistens so gemacht, dass der, der am nähersten dran ist, die Hasenspur macht. Da möchte ich jetzt jeden Erstlingsführer mitgeben, mach bitte keine Spur, wo euer Hund den Hasen vorher gesehen hat. Das wären meistens keine vernünftigen Hasenspuren. Bitte achtet ihr nonstop drauf, dass ihr sofort euren Hund abdeckt, wenn er geht, dass der ja nichts sieht und lasst ihn bitte auch nicht zuschauen, wenn ein anderer Hund, zum Beispiel Reh oder irgendwas, vorbeiläuft. Lasst ihn gar nichts anschauen, was mit Wild zu tun hat, weil er dann einfach abgelenkt ist für den Moment, wo er dran ist. So geht man dann gemütlich über die Felder. Der Richter Obmann wird dann den jungen Führer immer wieder an die Hand nehmen und wird ihm sagen, was er für Fragen hat, was man machen soll, was er machen soll, wie er seinen Hund besser vorführt und was da alles so passiert. Zwischendrin wird euch dann der Richterobmann sagen, wo ihr steht. So eine Zwischenmeldung, dass ihr wisst, was man noch tun muss. Ihr könnt in der Regel auch immer den Richter fragen, was ihr noch machen sollt oder was ihr zeigen sollt. Das werden euch die Richter dann sagen und sind euch behilflich. Und das ist so, dass diese Jugendsuche euch unvorstellbar weiterhilft. Und auch dem Hund für Zukunft, für das Ganze. Also ich kann jetzt ganz kurz mal unterbrechen. Wir haben jetzt ungefähr 250 Teilnehmer, was ich als Riesenerfolg sehe. Und wenn ich zu dem Ablauf V&P noch recht viel sagen soll, müsst ihr mir das sagen. Mich zieht es halt ungemein dahin, einfach zu sagen, wie führe ich den Hund auf V&P, dass die Leute da was mitkriegen, was tue ich vorher genau und dann wie übe ich mit dem Hund, dass er das auch so und so macht. Weil ich einfach glaube, da nehmt ihr das meiste mit von den Dingen für euch, für euren Hund, was man da rausholen kann. Deswegen, also wenn ich jetzt viel hören sollte, ich soll da weitermachen, Ablauf, es ist ganz einfach, wenn der Hund fertig ist, dann sagt euch der Richter, was ihr bekommt und was er sehen wollt. Bevor ich jetzt zu mir komme, wie ich das mache, noch ganz kurz, was ich als Richter sehen will. Für mich ist es eins der ganz wichtigen Punkte ist für mich einfach, ich möchte einen Hund haben, der nicht die Prüfung stört, der nicht in einer Tour rumschreit und rumwinselt. Deswegen bitte übt mit anderen zusammen. Alleine üben bringt nichts, weil der Hund dann vollkommen Baller ist, wenn er das erste Mal wirklich sieht, dass ein anderer Hund arbeitet, ein anderer darf laufen, er darf nicht laufen und so weiter. Deswegen, ich als Richter möchte gerne einen
Hund, der uns nicht stört. Ich möchte einen Hund, wo ich erkenne, dass der einen gewissen Gehorsam hat. Und ich möchte bei der Spurarbeit einfach sehen, also wenn wir jetzt die Punkte durchgehen, ich helfe auch jedem Führer, also setzt euren Hund nicht direkt auf der Sasse an, sondern kurz danach. Ich laufe mit jedem Führer überall hin, möchte, dass der Hund bei der Spurarbeit möglichst viel mir Spurwille und Spursicherheit zeigt, indem er einfach immer wieder versucht, die Spur weiterzubringen. Der Wille, den Anschluss wieder zu finden und weg, dass ein junger Hund einmal drüber schießt oder weg ist, es ist ganz normal. Aber einfach, dass der Hund immer wieder versucht, die Spur weiterzubringen. Und das auch wichtig, wenn die erste Schwierigkeit kommt, ein Weg oder jetzt vom grünen Acker reingeht, dass der Hund da einfach versucht, mit aller Macht weiterzukommen. Und das sind Dinge, die ich dem Hund hoch anrechne, wenn er bei der Jugendsuche oder überhaupt, dass ich sehe, der Hund hat einen Willen, Beute zu machen. Zur Nase, die Nase ist was, dadurch, dass ich viele, viele Hunde führe, guckt man da mehr drauf. Ob ein Hund eine gute Nase hat, sieht man meistens, wenn man schon mit ihm in der Suche geht, wenn man weggeht. Ich will einfach wissen, dass wenn heute irgendwo, wenn der Hund kurz rucken tut, anzeigen tut und was wahrnimmt, Witterung, oder wenn er von der Spur her unten ist und wenn er wieder drüber läuft, reißt es sofort, da geht's weiter. Das sind alles so Zeichen für eine tolle Nase. Und wenn man wirklich wild haben, das fest sitzt, oder wo man weiß, da ist es oder was, wenn man so richtig sieht, wie der Hund von Weitem die Nase hoch tut, anzieht, das sind für mich so Sachen, wo ich einfach Nase erkenne und Nase sehe. Und viele schauen da nicht hin. Also sehr wenig mit Nasenleistung hat die Spur zu tun, muss ich dazu sagen. Die Spur hat mehr damit zu tun, dass der Hund einfach geil ist, Beute zu machen und will und will und will, weil auch so eine Hasenspur oder das alles, der Riechkolben von dem Hund ist so perfekt, dass das so und so alles Pillepalle für den ist. Wenn der Hund nervlich es durchhält, dass er das verarbeiten kann, was da passiert, nasenmäßig könnte jeder Hund jede Spur machen und alles, weil wir können sonst heute Drogenhunde fünfmal verpackt, in Plastik verpackt und eingeschweißtes Koks im Benzintank drin riechen. Also wie geht sowas? Also da ist so eine Hasenspur oder irgendwas anderes vollkommen wurscht. Zur Hasenspur vielleicht noch, ganz ein wichtiger Punkt, es gibt natürlich Hasenspuren, die der Hund aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht wahrnimmt. Liegt vielleicht daran, Häschen oder was man ist. Bitte, da sage ich, das rechne ich dem Hund null an. Also wenn der Hund eine Spur wirklich nicht wahrnimmt oder das einfach nichts da ist, dann ist es so. Ich gucke auch bei jeder Spur dann noch einmal genau, auf welchem Untergrund ist er gelaufen. Oft sehe ich das von weit weg gar nicht, dass vielleicht da Gülle war. Gerade jetzt in der Zeit, wo der Hund die Spur drüber macht. Ich meine von Weitem, es ist grün, dabei war es wirklich richtig schwierig, weil es grün war. Also auch da sollte man, oder gucke ich als Richter nach, war die Spur wirklich so schwer oder war sie so leicht und macht da was. Wir waren aber gerade bei der Nase. Nase ist eines der schwierigsten Fächer zu beurteilen. Wir haben dann die Suche. Suche ist was, wo ich einen Hund, gerade in der Jugendsuche, also niemals, es ist vollkommen unwichtig, ob der Hund planmäßig sucht. Ich will wissen, dass er flott ist und dass er Finderwille hat. Dass ich sehe, er will Beute machen. Vielleicht gucke ich noch drauf, dass er es dem Gelände einigermaßen angepasst macht, die Suche. Aber zur Suche komme ich auch noch kurz, wie ich dem Hund das lerne, dass er vernünftig einen Acker absucht. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dem Hund ganz einfach beizubringen. Ganz einfach beizubringen, dass der Hund wirklich den Acker verhältnismäßig ordentlich absucht und damit seine Chancen, Beute zu haben, deutlich, deutlich erhöht. So viel zur Suche. Vorstehen, haben wir darüber gesprochen. Vorstehen ist nicht wichtig, dass der Hund durchsteht. Es ist super geil, wenn der Hund vorsteht. Es sind Bilder einfach, die lassen das Herz höher schlagen, wenn du übers Feld gehst und wam, steht dein Hund da. Also traumhaft, das sind die Bilder für einen Vorstehhund überhaupt. Und können tun es unsere Vorstehhunde alle.
Manche machen es von Natur aus, manche haben mehr so der Greifertyp, die machen meistens Spuren bis am Horizont. Aber wir können natürlich unserem Hund helfen. Dazu komme ich noch, wie ich das mache. Dann die Führigkeit. Die Führigkeit ist für mich wirklich eins der aller wichtigsten Themen. Uns nützt der beste Spurhund nichts, wenn der einfach keine Führigkeit hat. Dann mache ich es oft nur am Gehorsam. Und unsere Hunde sind dann einfach auch in ihrer Lebensqualität so eingeschränkt, wir können es ja nicht mehr auslassen. Sie sind ja die halbe Zeit weg und bringen uns nichts. Wir haben da nur Ärger mit den Hunden. Und wie erkenne ich als Richter Führigkeit? Für mich ist immer so, ich sehe das oft bei den jungen Führern, die meinen immer pfeifen hin, pfeifen her, pfeifen hin. Immer wenn der Hund umdrehen soll, pfeifen die in der Suche. Und es ist ein ewiges Gepfeife, bringt meistens gar nichts. Geht mir übrigens manchmal auch so. Ich bin vor 2-3 Jahren auf der Hegewald gewesen, war verhältnismäßig nervös, weil der Hund nicht ganz so gegangen ist, wie ich wollte. Und plötzlich merke ich, beziehungsweise mein Richterobmann hat mir das ganz klar zum Verstehen gegeben, wie behämmert ich bin in meinem Alter, mit meiner Erfahrung, da plötzlich zum Umeinanderpfeifen daran anzufangen. Es bringt nichts, das Gepfeife, weil meistens folgen die Hunde in dem Moment, wenn sie am Wild sind und richtig hitzig sind, so und so nicht. Also ich lasse meinen Hund schlecht ausschauen und durch das viele Gepfeife mache ich meinen Hund vollkommen kaputt in der Führigkeit. Ein Hund, der sich darauf verlassen kann, der Alte pfeift eh. Wenn ich zu weit bin, wenn ich umdrehen soll oder irgendwas, der wird nie sich nach dir als Jäger oder als Hundeführer an dir orientieren und wird nie schauen, wo du bist. Aber genau das ist der Punkt, wo ich gucke und schaue als Richter, ist der Hund führig? Will er mit seinem Herrn zusammenarbeiten? Sucht er, um was zu finden und um den Herrn das zu zeigen? Oder sucht es nur, um selber Spaß zu haben? Und deswegen bitte hört auf mit dem Pfeifen. Ich zeige es nachher kurz noch auf dem Blatt auf. Also das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wie ich die Suche übe und wie ich es mache, dass der Hund nach mir schaut und nicht einfach blind losrennt und sagt, solange ich nichts höre, kann ich gerade ausrennen. Das war jetzt mal das Ganze aus Richtersicht. Und jetzt komme ich, soweit es überhaupt möglich ist, digital, zu dem, dass ich sage, wie übe ich mit dem Hund, wie fange ich an. Ich versuche einfach jetzt einmal anzufangen, da ich ja Züchter bin, zu sagen, was passiert hoffentlich bei jedem Züchter. Und bei jedem Züchter sollte meines Erachtens Folgendes passieren. Nicht nur, dass die Hunde alle ordentlich untergebracht sind, sondern dass die Hunde auch schon in dem Welpenalter zusammen mit ihren Geschwistern was erlebt. Und dazu gehört, dass so ein Hund gemeinsam im Rudel Auto fährt. Am besten noch in ganz jungen Jahren mit der Mutter. Dass die Welpen schon in der Zeit an Geräusche herangebracht werden. Ob das jetzt ein Motorsäge ist, ob das jetzt eine Schreckschusspistole ist. Wenn ich den Hund von klein auf den Welpen an diese Geräusche gewöhnen, tun sich unsere Führer danach viel, viel leichter. Und gerade das Autofahren, wenn ich manchmal höre, ja, meine Hund, wenn ich die hole als Welpen, die kotzen. Meine, immer vorausgesetzt, ich tue viel mit ihnen. Ich gebe mir Mühe, jeder Wurf ist auch nicht gleich. Ich fahre aber mit jedem Hund mindestens, mit jedem, also mit den Welpen, mindestens 5 bis 10 Mal Auto. Ich fahre mit ihnen ins Revier. Ich fahre mit ihnen, wenn es von der Jahreszeit geht, auch an Weiher. Dass die mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern das erste Mal dieses neue Element Wasser kennenlernen. Und ich versuche ihnen alle Wildarten irgendwie bekannt zu machen, indem ich die Wildarten einfach reinschmeiße in den Zwinger und sie mal hinterherrennen lasse und mache. Man sieht da oft schon im Welpenalter, welcher Hund wirklich laut gibt und spurlaut oder sichtlaut ist, weil die zeigen das da schon so zwischen 7. und 8. Woche manchmal. So, und jetzt holen wir als
Führer unseren Welpen. Fahren heim, in der Hoffnung, dass der Züchter mit dem Welpen viel gemacht hat. Vielleicht kotzt er nicht einmal. Wenn er viel Auto gefahren ist, wahrscheinlich nicht. Und jetzt machen viele den ersten Fehler. Sie nehmen den Hund mit, wenn er im Haus ist, rufen sie mich nach zwei Wochen an und sagen, Mensch, ist der gescheit. Jedes Mal, wenn der raus will, winselt er. Und er macht schon nach zwei, drei Tagen nicht mehr ins Haus. Dann denke ich mir, meine Fresse. Hund hat schon das Härchen erzogen. Weil am Anfang muss er alle drei Stunden raus. Alle dreimal in der Nacht raus. Und winselt. Das steigert sich aber schnell. Plötzlich sechsmal, siebenmal. Nach zwei Wochen rufen mich die gleichen an und sagen, ich glaube, mein Hund hat eine Blasenschwäche. Weil der muss jetzt stündlich raus. Nee, der Hund hat nur gelernt, immer wenn ich quiek, kommt der Alte. Und beschäftigt mich, also mir muss bloß langweilig sein. Deswegen sage ich, bitte legt euch am Anfang mit dem Zwinger oder nehmt den Hund mit drauf, legt es neben das Bett. Manche legen dann sogar mit ins Bett. Wenn er mit ins Bett legt, werdet ihr euch wundern, der hält vom ersten Tag an 6-7 Stunden aus und muss nicht wieseln. Also so viel zu dem, weil es ihm gefällt, muss er nicht. Und nehmt den Hund und setzt ihn immer wohin, wo er pinkeln soll. Dann wird der Hund sich das schnell angewöhnen und wird schnell Stuben rein und wird auch kein so ein Wildsheim zwingen. Also wenn ich dem lerne, wo er hingeht, zum Pinkeln und zum Kacken, dann macht er das. Und dann sind die ersten Wochen eigentlich nur dafür da, dass ich mit dem Hund viel erlebe. Geht es mit dem Hund in den Wald? Geht es mit dem Hund aufs Feld? Lasst ihn die Welt erkunden die ersten Wochen. Zeigt es alles. Für das Thema Führigkeit könnt ihr in der Zeit, 10. bis 12. Woche, das Allermeiste machen, indem er mit dem Hund in den Wald geht. Der Hund wird ein bisschen vertrauter, der Hund traut sich mal weggehen von euch und in dem Moment versteckt ihr euch. Und der Hund kriegt mit, ach du Scheiß, ich muss nach dem Herrchen kommen. Sonst ist er weg und ich muss ihn suchen. Das ist in dem Alter für den jungen Hund eine unvorstellbar wichtige Erfahrung. Wenn der Hund allerdings lernt, ich kann hinrennen, wo ich will, das Herrchen rennt mir schon nach. Ich bewirke genau das Gegenteil. Und dann lasst den Hund einfach viel machen, viel erleben. Und wenn er heute irgendwo mal Beute macht, wenn er, was weiß ich, zufällig ein Wachtel fängt oder irgendwas erwischt, das ist kein Schaden, das ist kein Fehler. Der soll wissen und lernen, für was er auf der Welt ist. Das Schlimmste sage ich immer, wo die Leute sagen, wir lassen unseren Hund nichts erleben, nichts tun, nichts machen. Also bitte gönnt ihm das. Ihr könnt allerdings, so bin ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, früher habe ich meine Welpen unvorstellbar erzogen nach der Methode vom Karl Lang Welpenerziehung. Meine Hunde konnten eigentlich apportieren und waren mit Apport vor dem Zahnwechsel schon soweit fertig. Jetzt mache ich das ein bisschen anders. Ich gönne ihnen ein bisschen mehr Kindheit, aber lege schon extremen Wert auf so Grundgehorsamsthemen. Das heißt, Sitz muss er können, Leinenführigkeit muss er können, Platz muss er wissen, dass ich den wohin legen kann, dass der da liegen bleibt und mir nicht andauernd stocknarisch macht. Ich wollte jetzt schon fast was nicht was Anzügliches sagen. Also bitte Sitz, Platz, das könnt ihr den Hund alles lernen. Ich habe den Hund früher sogar mit 12 Wochen Down gelernt. Weil mit 12 Wochen Down lernen ist es verhältnismäßig einfach. Auch das Sitz. Ich kann dem Hund in dem Alter mit so gut wie keinem Zwang, mit viel, viel Belohnung, unvorstellbar viel beibringen. Und wenn ich natürlich einen jungen Hund habe, der diese Gehorsamsdinge in den ersten 4-5 Monaten seines Lebens gelernt hat, für den ist das kein Kommando mehr. Für den sind das Selbstverständlichkeiten. Und wie nehme ich immer so schön das Beispiel, wir gehen ja auch nicht zwischen 20 und 40 in die Schule, sondern wir gehen zwischen 6 und 20 in die Schule. Und die Zeit wird sogar so, dass man immer mehr mit Kita und Kindergarten, also man geht immer früher in die Schule und geht immer früher über zum Lernen. Und auch unsere Hunde werden meines Erachtens immer frühreifer. Und wir können den Hunden in den jungen Jahren schon extrem viel
beibringen. Und was ich jedem rate, egal ob er schon im Welpenalter üben will oder nicht, neben den Sachen wie mit Sitz, Platz, auch Down, einfach den Hund dran zu gewöhnen, mit dem Finger im Fang. Wie kriege ich das oft mit, wie die Leute sich total schwer tun, wenn der Hund einmal der Zahnwechsel vorbei ist, der Hund oder nach der Jugendsuche erst beginnen mit Apport. Das möchte ich keinen Erstlingsführer bitten, so zu machen oder raten, weil da sehe ich die Wutausbrüche der Erstlingsführer. Ich sehe auch ein paar Risiken, dass der Hund sagt, du, so gehst du mit mir nicht um. Gewöhnt den Hund schon sofort, wenn er ihn daheim hat, mit zwischen, was weiß ich, 9. 10. Woche, also 9. 10. Woche Alter vom Welpen, gewöhnt den Hund da schon dran, Finger im Fang. Und wenn er den Finger schön im Fang lässt, streichelt er und sagt, so ist es prima, ganz toll. Einfach, dass er merkt, wenn er was im Fang hält, lobt mich das Herrchen. Und lasst es weg mit dem Kommando, Apport und solche Dinge. Das sind aber Sachen, die könnt ihr heute in irgendwelchen Hundekursen oder Dingen bei Leuten, die es können. Da sage ich aber wieder immer, bitte lasst euch zeigen, wenn ihr wohin geht, was zum Lernen, einen Hundekurs, das bietet ja heute jeder an, ob derjenige was kann, ob er nichts kann. Fragt einfach nach, was hast du vorzuweisen? Hast du selber Hunde abgerichtet hervorragend oder hast du es nicht abgerichtet? Beziehungsweise hältst du erfolgreiche Hundekurse, wo erfolgreiche Hundeführer danach sagen, sie lernen was bei dir? Und ich kann euch so viel sagen, lernen tut man immer was dazu. Also mir fehlt es ja verhältnismäßig wenig an Selbstvertrauen. Aber auch ich gehe regelmäßig in Hundekurse und ich nehme da jetzt einfach mal als Beispiel, wenn du heute mit jemandem sprichst, zum Beispiel wie mit Uwe Heiß, der gibt dir schon Tipps und Sachen, wo du einfach sagst, wow, nur das kann man den Leuten nur richtig zeigen, wenn die da sind in der Praxis. Man kann es online einmal vielleicht anregen, einmal zeigen. Ich bin immer der Meinung, online oder digital lernt ihr viel schneller und eher als wie durch ein Buch. Weil ein Buch könnte man ja nur auslegen in zigerlei Versionen. Aber also, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, durch Lesen hast du 10% deiner Lernkapazität, durch Zuhören 20% und durch Praxis und Machen und Probieren allerdings 70% für uns Menschen, unsere Lernfähigkeit. Und das Hauptproblem beim Hundeführen und Hundeabrichten sind schon wir. Also ich sage immer so, wenn man einen Hundekurs abhält, 10% für den Hund, 90% fürs Herrchen. Aber jetzt wieder zurück zu dem Welpen. Sucht euch wen, wo ihr wisst, der kann's, der kann Erfolge nachweisen. Und als Beispiel nehme ich immer so ein Beispiel her und sage, ich weiß nicht, wer von euch kleine Kinder hat. Würdet ihr mit jemandem über Kindererziehung reden, der 50 Jahre alt ist und noch nie ein Kind erzogen hat und euch schlaue Empfehlungen und Sprüche gibt? Also, da wäre ich vorsichtig. Sucht euch wen, der es kann, übt es mit dem und grundsätzlich machen wir jetzt weiter bei Fingerempfang, wie ihr das macht. Dann, was ich mit einem Welpen übe, ist, sitzen bleiben, umkreisen an der Abrichteleine, ich umkreise den Welpen, er muss sitzen bleiben. Ich rufe den Hund immer hinten ab, nach hinten ab, einfach um sein Wesen ein wenig zu stärken, dass er nicht immer glotzt und schaut, sondern dass er sitzen bleibt und sich nur auf mein Kommando konzentriert. Lass den Hund selber keine Entscheidungen treffen, wenn es um Gehorsamsthemen geht. Der Hund muss dann was machen, wenn ihr das sagt. Und wenn ein Hund entschieden hat, ach, jetzt ist die Übung vorbei oder ach, jetzt setze ich mich hin oder ach, jetzt lege ich mich hin, es wäre ein großer Fehler, ihn, wenn ihr nicht vorher das Kommando gegeben habt, ihn zu loben. Und lasst ihn bitte auch nicht entscheiden, wenn er da sitzt und ihr geht weg, dass er plötzlich hinterherrennen kann. Nein, nein, nein. Wenn ihr sagt, sitz,
gilt das Kommandositz oder Platz so lang, bis ihr ein neues gibt. Und das sind Übungen, die werden euch später überall helfen, vor allem dann natürlich in der Jugendsuche, bis zur VGP, das geht immer so weiter. Und dann kommt die Zeit zum Herbst hin. Zum Herbst, also praktisch der Hund wird ungefähr so fünf, sechs Monate alt sein. Da fragen mich auch viele, wie machst du das? Ich lasse meinen Hund, wenn irgendwie möglich, grundsätzlich schon mit einem halben Jahr einmal oder ein paar Mal einen Hasen hetzen, wenn er den zufällig findet. Ich mache mit dem Hund auch die eine oder andere oder vielleicht eine mindestens eine Hasenspur. Also zumindest eine. Ich komme natürlich aus einem Gebiet, wo es fast keine Hasen gibt. Wenn ich Hasen sehen will oder haben will, muss ich wohin fahren oder ich muss nachts das machen. Was ich auch tue, also ich gehe nachts raus, wir haben jetzt das Thema mit Wärmebildkameras, so übe ich später auch mal Hasenspuren oft, gucke, wo da weit weg vom Wald der Hase sitzt nachts und gehe mit meinem Hund ganz gezielt dorthin und lasse diese Spur machen, weil eins ist da wichtig für mich, die Spur, die der Hund da macht, das kann er nur mit der Nase machen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Hunde ein Problem haben, nachts was zu machen, weil sie plötzlich nichts mehr sehen. Also auch das ist eine gute Übung. Für mich die wichtigste Übung dran ist, der Hund muss nur mit der Nase arbeiten, er sieht nichts. Der rennt 10 Meter an dem Hasen vorbei, wenn der Wind schlecht steht. 5 Meter vorbei, obwohl er da sitzt. Also man sieht es in der Wärmebildkamera ganz toll. So übe ich später auch. Dann gehe ich in den Winter mit meinem Hund. Im Winter nehme ich jetzt ganz seit neuestem meinen Hund einmal mit auf die Jagd. Allerdings, wenn ich auf Niederwildjagd gehe, darf der Hund nie mit jagen. Das darf er übrigens auch auf der Entenjagd nicht. Der Hund darf mit auf die Entenjagd. Ich schaue darauf, dass es nicht direkt am Ohr von dem Hund ewig knallt und kracht. Aber der Hund lernt auf der Entenjagd wie auch auf der Niederwildjagd in dem Alter, also vor der Jugendsuche, nur eins, Standruhe. Der Hund muss wissen, ich gehe neben dem Herrchen, ich darf zuschauen, ich darf alles machen, ich muss die Klappe halten, aber ich lasse ihn nichts machen. Und die Betonung liegt wirklich auf nichts. Ich lasse ihn einmal vielleicht hinschnuppern an der Strecke oder wenn das Wild da liegt oder an die Enden, aber der Hund kommt mir nicht vom Strick. Das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, dass ich später mal einen ruhigen Hund habe, einen wesensruhigen Hund, das wir ja jetzt seit neuestem beurteilen. Und ihr glaubt nicht, was wir für katastrophale Bilder sehen, manchmal sogar schon auf der Jugendsuche, wenn ein anderer Hund einen Hasen hetzt oder eine Spur machen darf, wie dann von einem anderen sich der Hund aufführt wie ein Geisteskranker, gar nicht mehr zu beruhigen ist, jodelt, schreit und tut. Das lerne ich dem Hund damit und wer damit, danach habe ich keine Probleme mehr mit dem Hund, wenn ich das in dem ersten Herbst mit dem Hund tue. Entenjagd das Gleiche. Die meisten Entenjagden, wo ich kenne, heißt, lasst eure Hunde im Auto, weil es ist ja keiner ruhig von den Hunden. Die winseln und quieken und machen, woher kommt es? Mit Sicherheit gefördert, oft durch die Herrchen, als jungen Hund mitgenommen und zeigen wollen, oh, mein Hund kann vielleicht schon apportieren und was alles und was ich für einen tollen Hund habe. Das ist falsch. Lasst es noch strikt. Lernt es das, es zahlt sich später aus. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, als Richter, wenn ich einen Hund sehe, der ruhig ist, wenn die anderen Hunde arbeiten, dann freue ich mich darüber, dass ich so einen jagdtauglichen, jagdpraxistauglichen Hund auf der Jugend zugerichten darf. So, und jetzt beginnen wir mit Üben für die Jugendsuche. Vielleicht trinke ich ganz kurz was. Also ich kann so viel sagen, wir bewegen uns immer noch bei 300 Zuhörern. Es freut mich, dass es mir jetzt so langweilig ist. Zeitlich weiß ich nicht, wie wir da stehen. Wie lange wir noch Zeit haben. Bis halb. Halbe. Vielleicht ganz kurz für euch, bevor wir jetzt zu dem Üben gehen, wie ich das übe. Wir haben Zuhörer aus Slowenien, aus Österreich, aus Griechenland, aus Dänemark, aus Holland, aus dem Burgenland, aus Schweden, aus Ungarn, aus Finnland, aus Dänemark. Also
sehr international, das freut mich natürlich. Mich wundert, wo man überall Deutsch spricht. So, Spurarbeit üben. Spurarbeit sagen zu mir viele Leute, Mensch Jürgen, wie übst denn du Spurarbeit? Mein Hund, wir haben keine Hasen. Ich kann nicht dazu. Ich habe auch keine Hasen. Für mich ist Spurarbeit rein das Thema, der Hund muss lernen, sauber und konzentriert eine Fährte zu arbeiten. Können Täter das von der Nase, hier geht es rein um die Konzentration und deswegen übe ich fast ausschließlich mit Schleppen. Und mit Schleppen heißt nicht, dass ich ein Stück Wild wegziehe und den Hund hinterherrennen lasse danach, also den Hund die Fährte machen lassen. Nein, nein, ich mache fast alle Schleppen und vor allem auch dann, wenn ich Hasenspuren übe, überwiegend an der Leine, an der langen Leine. Weil ich partout drauf schaue, dass der Hund sauber die Schleppe arbeitet. Und so beginne ich die Schleppenarbeit mit ganz kurzen Schleppen, mit nur 10, 20 Meter mit einem rechtwinkligen Haken. Den markiere ich natürlich mit einem Push oder mit irgendeiner Markierung, dass ich genau sehe, wie der Hund an dem Haken arbeitet. Ich will den Hund ganz gezielt mit kurzer Leine, dass wir hingehen zu dem Haken und den Hund klar machen, es wird nicht rumgerannt, du suchst dir genau den Haken, den Abgang, wie es weitergeht und gehst da rum. Und so mache ich eigentlich, ich zeichne es einmal auf, ganz kurz, ich halte es dann rein in den Bildschirm. Ich mache am Anfang wirklich solche, schauen wir, ob das so geht. Also ich mache solche Schleppen. Und hier an den Punkten, die markiere ich mir genau. Und das sind immer nur 10, 20 Meter hier. Und dann setze ich den Hund hier an, gehe mit ihm hier, patsch, schaue, dass er den Übergang sauber macht, so rüber und so rüber. So übe ich mit dem Hund, dass ich ihn klar mache, ich will den nicht 3 Meter links oder 3 Meter rechts von der Schleppe haben. Und das wird 100 Mal gemacht, sowas. Immer wieder. Und dann auch einmal auf Grün, dann einmal auf den Acker und so weiter. Dann gehe ich her und übe, dass einfach hier mittendrin ein Wechsel ist. Wir beginnen hier in Grün, da drüben ist der braune Acker und dann ist der Übergang für den Hund Grün in Braun, vollkommen andere Anstrengung für seine Nase. Auch den übe ich mit ihm, aber ganz kontrolliert an der Leine. Ich will den nicht, dass der da rumrennt, sondern der soll sauber hier seine Geschwindigkeit vernachlässigen und da sauber drüber arbeiten und hier wieder den Haken. So übe ich das. Dann übe ich zum Beispiel diese Übergänge. Wenn ich hier einen Weg habe, fange ich hier an, ziehe die Schleppe hier drüber, setze den Hund hier an, wieder mit der Leine, gehe sauber dahin mit dem Kommando voran apport. Und dass er einfach das lernt, hier der Übergang, hier kommt der Schotterweg, Feldweg, haben wir ja oft sowas, und da drüber. Dass er einfach lernt, ich muss über die Schwierigkeit, die kommt drüber, und manchmal übe ich nur diese 20 Meter Schleppe. Einfach nur, um den Übergang zu zeigen. Oder irgendeinen Graben, wo der Hund drüber muss. Dass ich sage, gut, hier ist der Graben, da ziehe ich sie drüber, und der Hund muss lernen, über den Graben geht es auch drüber. Machen. Also das sind so die Grunddinger, die kann ich fast hinter meinem Haus machen. Dazu muss ich nicht irgendwo in ein Revier oder muss mordsmäßig Anfahrten machen. Und so bringe ich den Hund ganz, ganz kleinschrittig. Und das ist auch so ein großes Thema, einen Hund kleinschrittig darauf vorzubereiten. Der größte Fehler, den wir alle machen, den auch ich mache, ist das, dass wir von einem Hund viel zu viel voraussetzen. Die ein Jahr davor einen Hund geführt haben, vergessen unwahrscheinlich schnell, Mensch, ich habe ja jetzt wieder einen Hund da, wo nichts ist. Ich kriege gerade die Frage, auf der Spur Belohnung, auf der Spur nicht, aber auf der Schleppe, und deswegen ziehe ich ja Schleppe. Auf der Schleppe liegt in der Regel ein Portal dort, gelegentlich auch das Stück Wild, mit dem ich gezogen habe. Aber wenn der Hund apportieren soll, habe ich sehr oft nur das Apportel dort. Ich ziehe zwar die Schleppe mit Wild, aber als Belohnung ist dann das dort, was er findet.
Auf der Spur gibt es keine Belohnung. Auf der Spur ist die Belohnung, wenn er einen Hasen findet. Und ist schon bloß dafür, dass er die Spur machen darf, ist ja schon eine Belohnung. Jetzt, wo war ich jetzt? Schleppe. Ja, dann tue ich die Schleppen natürlich länger machen und arbeite die Schleppen in der Regel mit der Leine. Der Vorteil von der Schleppe ist, ich bestimme den Schwierigkeitsgrad, ich bestimme, was ich dem Hund lernen will, wo er drüber will, und ich bestimme auch die Länge, und gelegentlich darf er eine freimachen, allerdings darf er die erst freimachen, wenn er apportiert. Bevor er apportiert, kann ich keine freimachen, weil was soll da rauskommen? Nix. Deswegen ist wichtig, dass der Hund vor der Jugendsuche apportieren kann. Und zu dem Kleinschrittigen ist das, dass wir einfach sofort anfangen mit irgendwelchen Schleppen, irgendwelchen Längen und vergessen, dass wir einen ganzen jungen Hund vor uns haben. Das beste Beispiel ist für mich, wenn ich ans Wasser immer gehe und einschließlich mir, ich nehme mich da rein aus, und mich auch sehe, wenn ich da einen Tobsuchtsanfall kriege, weil der Hund nicht darüber schwimmt oder weil der Hund nicht nach rechts schwimmt oder nach links, und dann schreit immer jeder hier rüber oder hier rüber. Oft sieht man es ja auch dann bei den Jugendsuchen, wenn der Hund in der Suche mal einfach darüber soll in das Feld, dann, liebe Leute, wenn ihr den Hund nicht gelernt habt, wie der auf Handzeichen zu reagieren hat, an Land, dann macht es weder am Wasser noch macht es bei der Prüfung. Also ich muss den Hund schon lernen, wie er auf meine Handzeichen reagieren soll, und das mache ich am besten an Land mit verschiedenen Dummies, dass ich den Hund einfach in die Richtungen schicke. Das ist wieder was, aber muss man vorführen, muss man in der Praxis machen. Da haben uns im Übrigen diese ganzen Labrador- und Red River-Führer viel, viel voraus, uns Vorsteher, die können ihren Hund richtig gut einweisen und lenken, und es schadet nichts, wenn man über den Tellerrand rausschaut und auch von denen was abschaut, wie die im Hund sowas lernen, finde ich unvorstellbar interessant, und wir können immer was dazu lernen. Also kleinschrittig dem Hund lernen, das heißt einfach, dass ich dem Hund in kleinen Schritten beibringe und sage, was ich im Endeffekt von ihm will. Dann den Hund auf was zu konditionieren, mit vielleicht kurz vorher noch Triebe wecken. Also Triebe wecken ist natürlich so, das fällt uns verhältnismäßig leicht. Aber auch sogar das merke ich manchmal bei denen, die da nur gehorsam machen und so super fleißig und Ding sind, denen gehen fast die Triebe verloren. Also zwischendrin natürlich immer wieder dem Hund zeigen, warum er da ist. Es ist ein Jagdhund. Jagen heißt jagen, Beute machen. Und nicht vergessen, dass der Hund plötzlich bloß mehr folgen will und rumrennt wie ein, ja, wie will ich jetzt sagen, wie so ein Stadthund oder sowas, oder so ein Spaziergehund in der Fußgängerzone. Der bringt uns nichts. Also gut. Konditionierung der Hunde, da sage ich immer wieder, denkt dran, das ist das Thema Klickern und so weiter. Der Pavlov hat es damals schon als Verhaltensforscher rausgekriegt, wenn ich einen Hund 100 Mal, wenn ich ein Leckerchen gebe, mit so einem Knackfrosch klickern tue, dann wird er nach kürzester Zeit selber, wenn er den Knackfrosch hört, wird ihm sofort der Sapper runterlaufen, weil das ist für ihn, wie wenn er fressen kriegt. Also können wir unsere Hunde auch drauf konditionieren, und ich mache das wie folgt. Wenn ich mit einem Hund zu einer Schleppe gehe, beim Üben mache ich immer das gleiche Ritual vor der Schleppe wie später zur Prüfung. Ich glaube einfach, wenn bei mir ein Hund aussteigt aus dem Auto, ich nehme den und mache mit den drei Gehorsamsübungen mit Fußgehen, Sitz, Fußgehen, Sitz, Fußgehen, Sitz, dann weiß der, wenn ich jetzt hingehe und wenn der jetzt dann sagt, brrt, und ich lege mich hin, was ich zu tun habe, dann heißt es Schleppe. Beziehungsweise heißt es vielleicht verloren bringen am Wasser oder irgendwas. Also deswegen, bitte gewöhnt euch das an, macht immer das gleiche Ritual, wenn ihr wohin geht,
bevor er die Arbeit machen muss. Deswegen wäre ich auch bei der Spurarbeit oder zur Schleppenarbeit, habe ich immer meine Abrichteleine dabei, die ich auch dann später als Auslaufleine nehme, um dem Hund klar zu machen, jetzt darfst du gleich vom Strick und jetzt geht's gleich los. Ob das jetzt dann Schleppe ist oder Spur, spielt wenig Rolle. So übe ich Spuren. Ich hoffe, dass das einigermaßen passt. Wenn einer noch eine Frage hat zum Thema Spuren, bitte stellt mir's. Ich krieg's übermittelt, beziehungsweise ich sehe es am Handy selber. Zum Thema Vorstehen. Vorstehen, finde ich, ist das geilste Fach überhaupt. Vorstehen habe ich wie früher, wie so viele, geübt. Erst an der Dressurangel. Dressurangel ist super, wenn es wer kann. Meinen Welpenkäufern zeige ich es immer an der Dressurangel. Und der Hund, der als Welpe gut vorgestanden hat, steht dann meistens mit 6 Monaten nicht mehr vor, weil die donnern wie die Geisteskranken hinter dem Stück, das da an der Angel hängt, hinten nach. Und das A und O ist nicht, dass der Hund muss lernen, wenn ich vorstehe, habe ich mehr Erfolg. Wenn ich stehen bleibe, habe ich mehr Erfolg. Für mich ist da das A und O Vorstehen üben, mache ich, seitdem ich das mit dem Uwe Heiß mache, nur mehr am Taubenwerfer. Am Taubenwerfer ist für mich einfach das Idealste, was es gibt, weil durch den Taubenwerfer entscheide ich, wann die Taube wegfliegt. Das A und O ist aber Tauben, die wegfliegen, Brieftauben. Es hat einmal was mit Tierschutz zu tun, die müssen wieder weg, also unsere Hunde dürfen es nicht fangen. Und zum Zweiten lernt der Hund nur, und es kommt wirklich die Betonung, er lernt nur dadurch, dass das Stück weg ist, vorstellen und wegfliegt. Warum haben früher die Hunde besser vorgestanden? Früher haben wir mehr Niederwild gehabt, früher haben wir mehr Hühner gehabt, mehr Fasanen. Und ein wildes Huhn oder einen wilden Fasan fängt der Hund nicht. Der Hund hat aber irgendwann kapiert, es ist scheiße, wenn ich da so nah hingehe, dann ist er weg. Also wird der Hund, um Beute machen zu wollen, und der am geilsten auf Beute ist, der Packer schlechthin, steht eigentlich dann auch irgendwann am besten vor, weil der hat einfach so einen Beutetrieb und der wird umgehend merken, Mensch, boah, stehen bleiben, dann habe ich eine Chance, mit dem alten Beute zu machen. Deswegen mache ich es ganz, ganz viel mit den Taubenwerfern, und ich sage immer so, ein Taubenwerfer und 10 Brieftauben. Und jeder Vorstehhund zeigt für die Jugendsuche taugliche Vorstehleistungen. Und zwar tauglich meine ich gute bis sehr gute Vorstehleistungen. Das ist so. Und bitte schaut drauf, die müssen wegfliegen. Und das Ding, die Zeiten, wo ich mit Wachteln und was alles im Wald rumgerannt bin oder ewig lang was gesucht habe, die sind vorbei. Was ich auch viel nutze, ist jetzt die Zeit, diese ganzen Grammitzvögel und das, was man alles hat. Da versuche ich jetzt, wenn der Bewuchs ein bisschen höher wird, wenn ich sehe dann, welche eingefallen, wirklich langsam mit dem Hund hinzugehen und den langsam hinzuführen, meistens an der 5 Meter Abrichteleine, wenn der Wind gut steht und sagt, langsam, langsam Ding, und streicheln ihn, wenn er steht. Und ihr werdet sehen, ruckzuck stehen die, und wenn das Stück wegfliegt, muss der Hund bei mir Daumen machen. Brrt. Daumen, deswegen auch dafür, fürs Vorstehen üben, einfach ganz, ganz wichtig, Daumen. Jetzt aber bitte für unsere Erstlingsführer, fang bloß nicht jetzt mit Daumen üben an. Wenn wir noch Jugendzugen führen, wäre das Schlimmste, wenn ihr jetzt mit Daumen üben anfangt. Lasst, ihr könnt Jugendzuge ja ohne Daumen führen. Also bloß nicht jetzt anfangen. Daumen üben auch nur zu Hause oder später im Wald, nie am Feld. Dass der Hund ja nicht plötzlich meint, er geht nicht mehr weg oder er will nicht mehr suchen oder gehemmt wird in seinem Vorwärtsdrang. Bitte nur im Wald, da wollen wir keinen Hund, der ewig wegrennt. Oder daheim Daumen üben. Aber vor der Jugendsuche jetzt gar nicht mehr. Grundsätzlich übt so gut wie nichts mehr eine Woche vor der Prüfung, dass euer Hund wirklich geil ist und will. Das ist oft so, dass die jungen Führer, die motivierten Führer
einfach bis zum Schluss üben und dann mit einem vollkommen ausgejagten Hund auf Prüfung kommen. Wir wollen da schon was sehen, dass der Feuer hat, der Hund. So, jetzt haben wir Vorstehen gemacht. Jetzt komme ich noch kurz zur Suche, weil das war auch ein Thema. Suche ist so, dass die immer sagen, Mensch, wie mache ich das, dass mein Hund ordentlich sucht und macht. Bei mir ist es ganz einfach. Ich nehme mir ein großes Stück, wo ich auf beiden Seiten mit dem Auto fahren kann. Okay? Wenn ich mit dem Auto fahre, schmeiße ich hier am Rand zwei Stücke hin und hier zwei Stücke. Tauben oder irgendwas totes Wild hin. Wichtig ist, dass keine Menschenspur ist oder keine Spur zu dem Stück geht. Deswegen nehme ich was, wo ich mit dem Auto da vorbeifahren kann und hier fahren kann. Da schmeiße ich das raus, dann gehe ich hierher. Der Wind kommt natürlich, weil wir das so wollen, von hier, weil wir ja suchen, in der Regel gegen Wind macht. Bitte schaut da auch drauf auf der Prüfung. Wenn euch wer zur Suche schickt, denkt bitte dran, dass ihr Wind habt, der euch ins Gesicht kommt, weil euer Hund kann sich in der Regel nicht gut zeigen, wenn er gegen Wind eine Suche macht, weil er immer wieder wild raustritt, das er nicht mitbekommt. Schaut bitte, wo der Wind herkommt und wenn ihr eine Suche zeigen sollt, immer gegen Wind. Also gut, wir stehen hier, gehen in die Richtung und jetzt passiert eins, der Hund wird rumgehen und jetzt üben wir Suche so. Wir als Führer gehen so. Und der Hund wird gucken, wo wir hingehen und wird merken, wenn er bis am Rand von dem Feld läuft, findet er was. Weil ich habe natürlich viel, viel mehr Motivation, wenn ich Erfolg habe. Das geht uns so, das geht einem Hund so, der muss ja wissen, für was er das macht. Und wenn er da immer wieder am Rand was findet, wird er sauber das Feld irgendwann absuchen, weil er weiß, ich muss nach links und rechts. Das lernt er dadurch, dass wir nach links und rechts gehen. Und da ist noch eins wichtig. Immer schaut bitte, dass der Hund vor euch läuft. Und immer wenn der Hund an euch vorbei ist und in die Richtung läuft, in der ihr gerade lauft, und der Hund euch definitiv nicht mehr sieht vom Augenwinkel, dreht ihr um und geht in die andere Seite. Ohne Pfiff. Die Betonung ist ohne Pfiff. Denn ihr gewöhnt euren Hund so an, dass der Hund, er will ja bis am Rand laufen, weil er weiß, nur da finde ich was. Und jetzt passiert Folgendes. Er wird, wenn er am Rand ist, umgehend schauen, kommt ihr hinterher oder geht ihr schon in die andere Richtung? Und dann wird er immer umdrehen. Und was habt ihr dadurch? Einen Monstereffekt. Wenn ihr nicht pfeift dabei, dann wird der Richter sehen, wow, habe ich einen führigen Hund? Oder der geht da mit seinem Hund übers Feld, kreuz und quer, müsst ihr später gar nicht mehr so ausgeprägt machen dann an der Prüfung. Und der Hund, wenn er am Rand vom Feld ist, guckt er sofort nach dem Herrn, wo ist er und wupp, sucht wieder in die andere Richtung. Und das sind Bilder, wo ihr da den Richtern oder den Richtern vor allem zeigen könnt. Da schlägt euch das Herz höher. Und ihr werdet einfach, ihr merkt es da, jetzt kommt langsam ein bisschen so Power da auf in mir und jetzt wird es Richtung Praxis, also bildlich, stellt man sich das vor. Glaubt mir immer eins. Sicher schaut es jetzt alles nach viel, viel Arbeit aus. Aber ein Jahr ist es viel Training mit dem Hund. Viel Training und danach 10 Jahre blanke Freude mit so einem Hund. Blanke Freude. Und ob das jetzt auf der Prüfung ist, bei der Suche oder später auf der Jagd, wenn euer Hund was super gut macht, hey, das ist viel mehr wert, als wenn ihr was besonders schießt oder ihr das meiste schießt oder irgendwas. Ich denke immer dann, wenn man auf Entenjagd ist, wenn mein Hund im Wasser noch arbeitet und Enten, wenn ich die Enten bringe zu dem Jagdherrn und ich kann es schon gar nicht mehr tragen, es ist einfach wow. Oder wenn dann wir zum Auto gehen und einer meiner Hund kommt dann nochmal, kommt nochmal und bringt nochmal ein Ende, das sind Highlights für einen Hundeführer. Wenn dein Hund Top-Leistung bringt, ist das Beste, was es gibt. Ich tue natürlich eins, ich tue bei der Jugend, bei dem Üben für die Suche natürlich auch mit Handzeichen arbeiten,
Aber passt bitte auf, dass der Hund auch wirklich euer Hand sehen kann. Das ist auch in der Praxis besser zum Zeigen. Also wenn der Hund links ist und ich strecke die rechte Hand nach rechts, der kann mich ja gar nicht sehen. Ich muss dann schon irgendwie mich drehen und muss es so machen, dass der Hund die Hand sieht und ich muss ihn dran gewöhnen. Aber auch ein wichtiger Punkt, wenn heute einer durchs Feld läuft und tut laufend mit Handzeigen seinen Hund dirigieren, damit hilft er seinen Hund nicht, er schadet im Grunde genommen seinen Hund, denn das ist nichts anderes wie ein Kommando. Und ich will bei Führigkeit kein Kommando sehen als Richter. Ich will sehen, dass der Hund von sich aus zu dem Herrchen schaut. Also lasst dieses Gewedel mit Armen, mit Pfeifen, zeigt den Richtern, eure Hunde sind führig, die wollen mit euch arbeiten. Und die meisten Kommandos, die ihr gebt während der Prüfung, zeigen immer nur, dass der Hund nicht folgt. Weil vor lauter Nervosität gibt es ja laufend Kommandos und der Hund macht es dann eh nicht. Weil er sagt, der spinnt, der Alte, er hat die Hosen gestrichen voll heute. Das riecht er ja, das spürt er ja. Vielleicht noch ganz wichtig bei der Suche, wenn ihr einen Hund habt und der folgt, setzt euren Hund, bevor ihr die Suche beginnt, hin, geht 10 Meter weg und pfeift ihn dann zur Suche ins Feld, weil dann kommt der Hund schon mit Geschwindigkeit und den müsst ihr nicht zum Suchen tragen. Der kommt mit der Geschwindigkeit und sagt, juhu, endlich geht's los und suche und suche. Und wo ist es? Ich will was finden. Wow, wow. Und da stehen alle. Und natürlich findet so ein Hund auch viel schneller was, wenn der gegen den Wind wirklich komplett den Acker absucht und kann was zeigen. So, das war jetzt die Suche. Vorstehen haben wir gehabt, Führigkeit haben wir drüber gesprochen. Führigkeit sehe ich also einmal bei der Suche, wie der Hund nach dem Herrn schaut. Und ich sehe es natürlich auch, wie der Hund von der Spur zurückkommt und das macht. Wichtig vielleicht nochmal zusammen vom Üben. Spuren übe ich fast nur mit Schleppen. Schleppen übe ich ganz, ganz kurz, um Schwierigkeiten Übergänge zu lernen. Vorstehen übe ich nicht mehr mit Schone und an Wild ranzugehen, das da hockt und nicht wegfliegt. Ich bewirke genau das Gegenteil, es sind die so davor stehen und so nach unten klotzen. So. Und wo da hinten die Rute immer noch wedelt oder eingeklemmt ist. Aber vorstehen heißt zack, stehen, der ganze Körper unter Spannung, vibrieren und wissen, hoffentlich fliegt es nicht weg. Deswegen mit Wild, das wegkommt, beziehungsweise Taubenwerfer. Suche, wie ich es erklärt habe, so üben, den Hund vielleicht noch mit Schwung ins Feld reinbringen, mit dem ausgelegten Wild. Ich kann natürlich dann auch, wenn ich einen Taubenwerfer habe, am Rand den Taubenwerfer hinsetzen, markieren, wo der ist. Und wenn der Hund hingeht und geht zu nah hin, ich muss halt genau gucken, wann hat er es in der Nase. Wupp, und in dem Moment lasse ich das Stück rausfliegen. Denkt der Hund sich, scheiße, sie fix, Mensch, wäre ich doch vorher stehen geblieben. Aber übt mir nur nicht suchen auf Feldern, wo der Hund nie was findet und nie Erfolgserlebnis hat. Ob das jetzt Todeswild ist oder mal den Taubenwerfer. Der Hund verliert den Spaß dran. Und das ist eh so ein Thema für diejenigen, die viel Hasen haben. Die viel Hasen im Revier haben, da kriege ich oft mit, dass die Hund an der Jugendsuche oder spätestens dann bei der HZP verkacken. Die haben so viel Spuren gemacht, dass der Hund gar keinen Bock mehr hat, das zu tun, weil er sagt, ich habe keinen Erfolg. Ich mache manchmal von der Jugendsuche bloß 2, vielleicht 3 Hasenspuren frei, wo der Hund frei machen darf. Und ich versuche immer die letzte Hasenspur vor der Jugendsuche. Oder oft ist das auch erst die zweite, wo der Hund macht. Die versuche ich immer so zu machen, dass ich nur einen Hasen nehme, der sich nach 200 oder 300 Meter irgendwo einschiebt wieder. Dass ich weiß, der sitzt da drin oder sitzt jetzt in der Brache, dann lasse ich den Hund diese 100 oder 200 Meter Hasenspur machen. Wichtig ist mir, dass er die letzte mit Erfolg macht, dass er den Hasen sticht, wuff, wuff, wuff und hinterher kann. Noch ein wichtiger Punkt für euch, die noch nicht viel Hunde geführt haben. Bitte, 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 geht jetzt raus, geht in ein Revier, übt Suche, lasst den Hund laufen und schießt dabei. Schießt dabei bitte in die Luft, denn in der VLP wird es so sein, die Schussfestigkeit prüfen die Richter nicht im ersten Suchengang, aber dann im zweiten oder falls es einen dritten gibt, wird geschossen. Und geschossen läuft immer so, man lässt den Hund so 30 bis 50 Meter raus,
wenn der Hund wegläuft, schießt man einmal und wenn der Hund zurückkommt, immer so Entfernung 30, 50 Meter, schießt man in die Luft zweimal und euer Hund darf da keine Auffälligkeiten zeigen. Das heißt, der Hund darf zwar gucken, fällt da irgendwo was runter oder ist was, aber der Hund darf nicht irgendwo ängstliche Auffälligkeiten zeigen, weil sonst wird er nicht als schussfest eingetragen und das wäre eine Katastrophe. Wenn ein Hund schussscheu ist, dann ist er aus der Zucht. Aber leider Gottes kriege ich das immer wieder mit. Eine Woche vor der Jugendsuche rufen mich die Leute an und sagen, hey, ich habe gerade in die Luft geschossen, zweimal oder dreimal, mein Hund kommt dann zu mir, rennt und geht nicht mehr weg. Ja, meine Fresse. Das sind doch Übungen, die könnte man schon lang machen, aber jetzt, heute, oder vielleicht nicht heute am Sonntag, aber morgen raus ins Revier und schießen mit den jungen Hunden. Mit den Hunden, die Jugendsuche gehen wollen, dass der einfach weiß, schießen ist nichts Schlimmes, schießen ist ganz normal, schießen passt. Aber natürlich ist der Hund manchmal ein bisschen ängstlich oder hat eine schlechte Erfahrung oder irgendwas, aber das liegt dann an uns, dass wir unseren Hund darauf nicht vorbereitet haben. So viel jetzt zur Jugendsuche. Ich glaube, jetzt ist die Zeit langsam, dass Fragen reinkommen. Ich gucke mal, ob ich alles gesagt habe. Ich hoffe, dass ich viel gesagt habe. Geredet habe ich genug. Ich kann euch noch so viel sagen. Denkt dran, lernt den Hund alles kleinschrittig. Ich mache gern auch noch einmal so ein Videopost, vielleicht mit irgendwas, wo wir draußen machen in der Praxis. Sucht euch einen super Ausbilder, mit dem ihr in der Praxis üben könnt und was machen könnt. Nicht irgendwelche, die babbeln und sagen, sie könnten, sie hätten oder was. Da gibt es genügend, die bloß erzählen, sie haben wahrscheinlich vor 25 Jahren mal einen Hund geführt und haben jetzt dann, meinen, sie können es jetzt jedem lernen. Glaubt an euch und euren Hund. Und der Fleißige schlägt immer das Talent. Wenn ihr unter der richtigen Anleitung fleißig übt, dann werdet ihr im Herbst einen besseren Hund haben, wie der, der meint, er kann es und ist ein Naturtalent. Es ist nicht so. Ein Hund braucht Übung, 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 Übung und ihr als Führer braucht es genauso. Aber wichtig, ihr müsst es richtig üben. So, jetzt gehen wir mal rüber, gehen wir zu den Fragen. Fragen haben wir genügend. Zum Beispiel, mein Hund dreht bei der Suche immer wieder schlecht aus dem Wind. Wie kann ich das üben? Also, wenn der Hund schlecht aus dem Wind dreht, ist immer Folgendes. Natürlich kann ich den Hund auch einmal ein Kommando geben. Das ist aber was, wo ich eigentlich in der Praxis, also ich nenne es jetzt mal, sage jetzt mal ganz ehrlich, wichtig ist, dass der Hund flott und Ding sucht. Und ich kenne nicht viele Richter in der Praxis, die darauf schauen, wie der Hund aus dem Wind dreht. Wenn ein Hund mit Wild eingeübt wird, mit Wild, das wegfliegt oder das er nicht findet, das abhanden kommt, dann wird der Hund in der Regel immer schnell kapieren, ich muss anders aus dem Wind gehen, weil so fliegt mir das immer wieder weg. Das wäre ein Thema, wenn ich sowas merke, dass ein Hund das generell schlecht macht. Das zeugt für mich immer davon, dass er wenig mit Wild in Kontakt kommt und auch verhältnismäßig wenig mit einem Taubenwerfer trainiert wird. Ansonsten wird der Hund das sofort merken. Und dann ist noch wichtig, ich kann natürlich einen Hund in der Suche auch ein bisschen lenken und rufen. Und da passiert jetzt Folgendes. Ich muss gucken, wo der Wind herkommt. Und ich muss gucken, wo ich den Hund rufe. Fakt ist, wenn der Hund den Pfiff am linken Ohr bekommt, wie dreht sich der Hund dann um? Nach links. Bekommt der Hund den Pfiff am rechten Ohr, dreht er sich nach rechts. So, jetzt kriege ich natürlich die nächste Frage. Glaubst du, dass wir dieses Jahr eine VLP machen können? Also eins muss ich sicher sagen, können tun wir sicherlich eine VLP machen, denn wenn die gesetzlichen Vorgaben möglich sind, und ich sage immer so, Ausgangsbeschränkung haben wir bis 19. April, bis 19. April dürfen wir es nicht, weil wir es nicht fertiggebracht haben,
oder unsere Funktionäre den Politikern zu erklären, dass man jederzeit ohne Infektionsgefahr Jugendzuge abhalten kann, da keinerlei Ansteckungsrisiko besteht. Da war die Landwirtschaft gescheiter. Die Landwirtschaft hat es fertiggebracht, dass wir 40.000 Erntehelfer jetzt reinkriegen vom Ausland. Das geht. Wir dürfen Let's Dance anschauen. In Let's Dance tanzen Menschen miteinander. Es sitzen Juroren rum. Wir dürfen uns jeden Tag neue Talksendungen anschauen, wo die Menschen im Abstand von 2 Meter sitzen. Vorgestern gehe ich bei mir durchs Dorf, da tun 8 Stadtarbeiter lustigerweise einen Kinderspielplatz aufbauen, der da neu gebaut wird. Es darf zwar kein Kinderspielplatz, aber die 8 arbeiten auf engstem Raum zusammen und bauen die Spielsachen auf und stellen den Platz her. Also da sage ich immer wieder, glaube ich, wäre es schon mal angebracht, oder mit Sicherheit haben das auch unsere Funktionäre schon versucht oder sind da am Machen. Da bin ich also sehr, habe ich viel Vertrauen in den JGHV, weil wir haben ja da wirkliche Praktiker vorne sitzen, dass die denen erklärt haben, dass wir kein Ansteckungsrisiko haben. Und Stand heute ist es so, dass wir nach dem 19. April Jugendzuchen machen dürfen. Ich bin auch da ganz unverhohlen und sage das. Ich finde es unmöglich, dass heute ein jagdkynologischer Arbeitskreis Bayern am 31. März, 3 Wochen bevor die Ausgangsbeschränkung abläuft, entscheidet und dem JGHV empfiehlt, keine Jugendzuchen zu machen. Ich bin einmal der Meinung, sowas zu entscheiden oder rauszugeben, ohne den Menschen, die jetzt ein Jahr lang mit ihrem Hund geübt haben, die einen Hund daheim haben und wissen nicht, ist er zuchtuntauglich oder nicht, wenn er keine Jugendzuge macht, den Leuten nicht zu zeigen, aufzuzeigen, den Weg, dass der Hund nicht zuchtuntauglich wird, aber Dinge abzusagen, da falle ich vom Glauben ab, da weiß ich gar nicht. Ich weiß eins, die Leute haben keinen Hund zum Führen, das weiß ich. Weil ansonsten würde ich sowas nicht machen. Und dann muss ich dazu sagen, wenn jetzt Vereine diese Prüfung absagen, obwohl es bei uns in Bayern, das Bayerische Staatsministerium, ganz klar gesagt hat, die Ausgangsbeschränkung gilt nur bis 19. Und die Tendenz jetzt ist ja, dass es Lockerungen geben wird. Und die gibt es, da bin ich mir fast sicher. Und da ist es mit Sicherheit möglich, einen Jugendzuge zu führen. Dann finde ich es unmöglich, wenn man heute schon den lieben Gott spielt und sagt, am 31.03., wir machen keine Jugendzuge. Also dafür sind unsere Funktionäre nicht da, dass sie am 31.03. wissen, dass wir keine Jugendzuge machen können. Wenn der gesetzliche Rahmen da ist, hoffe ich, dass wir welche machen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir die machen. Und für die Menschen, die keine machen können, aufgrund dessen, weil es irgendwie welche gesetzlichen Vorschriften vielleicht ist nicht möglich ist oder wegen der kurzen Zeit, die wir haben, muss einfach was passieren, dass denen ihre Hunde nicht zuchtuntauglich werden, weil auch denen muss man die Möglichkeit geben, dass die das vielleicht im Herbst ergänzen können oder machen können, weil viele Hunde sind vielleicht im Ausland oder wo und können gar keine Jugendsuche machen oder in Bundesländern, wo man keine machen darf nach dem 15. April. Das gibt es ja auch. Und für die muss man natürlich auch eine Lösung finden. Aber einfach zu sagen, wir machen keine, finde ich persönlich nicht für richtig. Ich weiß, dass bei uns in Nordbayern viel organisiert wurde, dass wir nach dem 20. April auch unter der Woche Jugendsuchen halten können, dass wir uns draußen am Feld gleich treffen und dass wir ohne jegliche Infektionsgefahr die Jugendsuchen machen können. Man muss sich immer in die Menschen versetzen, die jetzt einen Hund führen und das machen. Ihr nehmt den Menschen viel, viel weg. Und ich finde es nicht für richtig, weil ich glaube, der Auftrag von diesen Vereinen und Hundevereinen oder von uns, wo wir Mitglieder sind, ist schon, dass wir die Prüfungen abhalten, wenn wir können. Dafür allerdings müssen wir jetzt auch uns daran halten, an die Ausgangsbeschränkung, dass der Trend weitergeht und besser wird. Also ich bin positiv da und ich habe für solche Aktionismus, wie der da war, keinerlei Verständnis und kriege dafür jetzt mit Sicherheit einen Rüffel und wird auf mich losgegangen von dem einen oder anderen. Aber da stehe ich dazu, weil da vertrete ich einfach die Meinung der Hundeführer. Und für sachliche Themen, und wenn mir jemand den Notweg, Ausweg sagt,
weil es tatsächlich nicht geht, dann ist alles okay, dann können wir nichts daran ändern. Aber ich sehe nicht ein, dass sich da Leute da irgendwo in Szene setzen und profilieren. Also die nächste Frage, was genau meinst du mit nach hinten abrufen? Nach hinten abrufen meine ich damit, wenn ich einen jungen Hund habe, einen Welpen, und dann mache ich Sitz mit Umkreisen. Sitz mit Umkreisen heißt, jetzt kriege ich gerade noch kurz rein zu dem Thema Jugendsuche. In Niedersachsen darf man ab 15. April keine machen. Da sage ich auch noch was drauf. Bei uns darf man normal ab 3. Mai keine mehr machen, wie ich dem Brut- und Setz geschehen. Da kann ich bloß eins dazu sagen. Dann, es ist alles möglich jetzt in Corona. In Corona kann man Päckchen entgegennehmen, ohne zu unterschreiben. In Corona geht alles. In den Zeiten. Und in den Zeiten, im Übrigen dürfen die Bauern weiterhin im Mai die Wiesen abmähen, obwohl da drin gesetzt ist und gebrütet wird oder junges Stück drin hocken. Und ich glaube, dass genau in dieser Zeit es auch dran ist zu sagen, Brut- und Setzzeit gut und schön, aber wir machen aufgrund dessen jetzt unsere Jugendsuche vielleicht trotzdem noch im Mai, weil es halt nicht ging im April. Wo steht denn das, dass man es gar nicht machen kann? Da muss man halt versuchen, das zu verlängern. Und zudem, dass in Niedersachsen 15. April ist, auch da muss man halt gucken, ob das zu verlängern geht. Ansonsten muss man den Hund woanders führen. Muss man ja mit dem Leben ein Ende auch manchmal. Aber lassen wir es auf uns zukommen. Aber, da muss ich wieder sagen, seid kritisch. Guckt drauf, wie sich es politisch entwickelt. Wenn wir ab 19.04. Jugendsuchen machen können, wüsste ich nicht, warum wir keine machen sollen. Nach hinten abpfeifen. Nach hinten abpfeifen war im Welpenalter einfach, dass ein Welpe lernt, ich lasse den Sitz machen, sitz und bleib, geh um ihn rum und tu immer nach hinten, heißt immer von hinten. Ich tue dann praktisch von seinem Rücken mit Doppelpfiff und Leinendruck zu mir her pfeifen, dass er einfach sich lernt, ich habe nur auf das Kommando des Herrchen zu reagieren. Genauso, wenn er in Down liegt, dass ich ihn nach hinten wegpfeife, dass der Hund Ruhe kriegt, Ruhe und Gelassenheit zu sagen, ich muss jetzt sitzen bleiben, ich muss eigentlich nur tun, was das Herrchen will oder das Frauchen, ich muss sitzen bleiben und warten oder Down machen und warten, wenn das Kommando Doppelpfiff kommt, stehe ich auf und komme. Damit lerne ich viele Dinge, einmal eine Wesenssache für den Hund und zum Zweiten, dass er eigentlich hundertprozentig mir vertrauen kann, Doppelpfiff ist okay, alles, was er selber entscheidet, ist nichts. So, was haben wir noch für Fragen? Wie lang soll die Schleppe stehen? Also das ist auch so, natürlich fange ich mit einer ganz frischen Schleppe an. Das ist wieder Kleinschrittigkeit. Kleinschrittigkeit heißt, ich mache erst die kurzen, dann mache ich die Winkel, dann mache ich von grün auf braun, mache ich die Übergänge, dann mache ich nur im braun und dann verlängere ich das Ganze. Und zum Schluss sage ich mal, also ich sage eins, vor der Hegewald mache ich Schleppen, die gehen über Stock und Stein, die haben einen Kilometer lang. So dass der Hund einfach lernt, ich muss von grün auf braun, ich muss durch den Graben, ich muss über den Schotterweg, ich muss einfach nur weiter arbeiten, ich finde. Und das ist ein großer Vorteil zur Hasenspur, sage ich immer, dass er weiß, dass er da immer wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ich finde. Also, Kilometer am Schluss. Mich würde interessieren, ob Sie die Junghunde vor der VOP gehorsam am Hasen machen. Also, natürlich, normalerweise habe ich die meisten Hunde mit Armbrust der Haltabzeichen geführt, habe aber, war immer der Meinung, das ist wichtig, das muss sein. Das hat einen riesengroßen Vorteil, dass ein Hund, den ich drillern kann, erstens einmal bei der Straße nicht zusammengefahren wird, auf der Straße, und dass er nicht unnötig Hasen hetzt und dann kaputt ist. Wenn ich den Hund Down früh genug gelernt habe, würde das meines Erachtens sogar ein bisschen die Geilheit fördern, dass er sagt, buh, wenn ich Down machen muss hinter dem Hasen, den werfe ich danach. Also ich habe oft Hunde, die die besten Hasenspuren nach dem Down machen. Allerdings muss das Down früh bei dem Hund drin sein. Wenn ich jetzt erst 8 Wochen vor der Jugendsuche mit Down anfange, mache ich mir die Suche kaputt, mache ich mir alles kaputt, weil der Hund nicht mehr geht. Wenn ich den Hund in jungen Jahren, also praktisch das Jahr davor, in Down sauber eingearbeitet habe, dann bin ich ein totaler Fan von Down. Ansonsten, wenn ich einen Hund nur kurze Zeit habe oder nichts geübt habe oder nicht viel geübt habe vor der Jugendsuche,
mache ich das nicht mehr, dann muss ich halt aufpassen, dass er mal nicht abdonnert. Nettes Ding, hier von einem Brut- und Setzzeit beginnt schon im März, so ist es richtig, deswegen verstehe ich nicht, was im Mai für ein Riesenproblem ist, das zu verlängern, weil es gibt im März schon junge Hasen und alles. Also so viel sage ich einfach, da wünsche ich mir jetzt von unseren Verantwortlichen, bitte ran an die Politik, kämpft für unser Belange, kämpft für das wir unsere Freizeit opfern oder gern hergeben, dass wir üben, dass wir unsere Hunde durchführen. Wir können hier nicht einen Jahrgang vielleicht einfach ohne VRP-Prüfung machen lassen. Und denkt an unsere jungen Führer, wie wichtig das ist, dass die schon mal das Prüfungsgeschehen mitkriegen, dass die Hunde sich dran gewöhnen, dass das alles ist. Das kann nicht an Brut- und Setzzeiten scheitern. Bei dem, was alles möglich ist, wir nehmen gern Rücksicht als Hundeführer, wir gehen gern voran und gehen mit gutem Beispiel voran, aber wir müssen hier keinen Aktionismus zeigen. Wir müssen auch etwas stehen zu dem, was wir tun, und es ist für den Tierschutz, es ist Nonplusultra, dass wir unsere Hunde vernünftig abrichten, dass wir mit unseren Hunden was tun, und die Möglichkeit, die darf man uns nicht nehmen, wenn kein tatsächlich sachlicher Grund dafür vorliegt, und dafür müssen wir alle kämpfen und machen. Wenn das wirklich Spaß gemacht hat, ich werde es mitkriegen jetzt, ob jemand was mitgenommen hat und was rausgekommen ist. Ich bin da gern bereit, dass ich einmal sowas mache, dass ich sage, ich mache die Schleppen. Ich mache die Schleppen mit euch und zeige euch das einmal, weil man da mehr erkennt, wenn das gezeigt wird, als wenn es bloß Theorie ist. Also deswegen bitte, ich nehme euch da gern mit, bin euch behilflich. Jetzt in dieser Zeit mit diesem Corona, das ist ja was ganz Unmögliches, das sind ja Dinge, die kennen wir alle gar nicht. Plötzlich darfst du nicht überall hingehen, darfst nicht da hingehen, darfst du mit denen nicht treffen. Boah, das ist irre, was da passiert. Wir Hundeführer haben ja noch das riesen Glück, dass wir meistens ein bisschen ländlich wohnen oder dass wir mit unseren Hunden raus können, dass wir mit unserem Hund was machen können, wobei das jetzt auch schwierig ist, weil ja Gott und die Welt da draußen wohnen. Und aus jedem Eck kommt einer raus. Und da müssen wir zusammenhalten, uns vollkommen wurscht, welche Rasse, welcher Zwinger oder irgendwas. Wenn ich jetzt in der Zeit, wo man eh nicht viel machen kann, behilflich sein kann, bin ich's. Und das Beste, glaube ich, ist mit sowas, wo viele, viele was davon haben. Und wenn ich jetzt einfach mal höre, was ist es, was wir mal machen sollen, vielleicht per Video oder Botschaft. Das eine wäre zum Beispiel Schleppen, könnte man machen. Oder das Thema Vorstehen. Wie ihr wollt, wir können ja gern Vorstehen machen. Also kurz ein paar Sätze zum Downarbeiten sagen. Ja gut, Downarbeiten sagen kann ich natürlich. Down lerne ich den Hund, wenn es irgendwie geht, fange ich da schon an, wenn er 12 Wochen alt ist, mit dem kleinen Hund. Ich ziehe die Vorderfüße leicht weg, drücke ihn runter, und wenn er seinen Kopf am Boden hat, streichle ich ihn und lobe ihn. Und wenn er den Kopf hoch tut, sage ich nein, bumm, kleinen Ding, und wenn er unten hat, streicheln. In den jungen Jahren geht eigentlich fast alles mit Lob. Ihr müsst nur dem Hund zeigen, was ihr wollt. Das denke ich mir oft beim Apport üben. Die Leute loben ihren Hund, wenn er ausgibt, wenn er ihnen das Apportel wiedergibt. Ja, was lerne ich denn dem Hund? Er streichelt mich, wenn ich das Ding ausspuck oder hergib. Nein, streichelt ihn, wenn er es im Fang hat oder den Finger im Fang und sagt, so ist er gescheit, prima, toll. Und wenn er es rausgibt, nichts. Da gibt es kein Lob. Aber die meisten loben nach der Übung. Ihr müsst in dem Moment loben, wo der Hund was richtig macht, wenn es irgendwie möglich ist. Und da vielleicht ganz wichtig der Punkt. Ein Hund kann es nur verknüpfen, wenn Lob und Tadel innerhalb von 1 bis 3 Sekunden nach der Reaktion oder also nach der Aktion des Hundes ist. Also die Reaktion von uns bringt er nur ungefähr bis 3 Sekunden in Verbindung mit seiner Aktion, und zwar immer mit seiner letzten Aktion. Also, aber das sind ja Grunddinge, wo man sich mal Gedanken machen muss. Sowas müsste man einmal zeigen und üben. Also wir haben heute wirklich einen irrsinnigen Zuspruch bei dem schönen Wetter. Wir haben über 300 Zuschauer in der Spitze gehabt. Ich gehe jetzt nochmal weiter.
Was ist nur welche Fragen wichtig? Freut mich, also ich höre zumindest, dass viele sagen, sie haben was dazugelernt. Es motiviert mich ein bisschen und ich kann euch eins sicher versprechen. Ich werde mit jedem Mal, wo ich das mache, besser. Und es ist wirklich nicht einfach. Ich habe mich heute früh tatsächlich gefühlt, wie wenn ich meine erste Jugendsuche führe. Also ich habe da noch mehr Verständnis für die, die bevor, wo es noch bevorsteht. Und freut euch da drauf. Es ist eine richtig geile Zeit, den Hund abzurichten. Und es ist, sage ich immer, wie so ein Kochrezept. Man kann die Zugaben alle kennen, aber es kommt halt auf Kleinigkeiten drauf an, die Menge, den Inhalt, aber halt die Reihenfolge, wann man was macht. Und oft sind die Kleinigkeiten das, was die Hundeausbildung ausmacht. Und bitte träumt davon, dass er tolle Prüfungen macht, dass er tolle Jagdhunde hat. Man muss im Leben Ziele haben und die gehen dann auch in Erfüllung. Und ich bin richtig motiviert, euch nochmal was zu zeigen und nochmal was zu machen. Und jetzt hoffen wir einfach mal alle, dass das gut ausgeht. Halten uns alle noch dran an unsere Ausgangsbeschränkungen, dass wir diesen positiven Trend beibehalten. Und wir werden das alle sehen. Wir schauen irgendwann im Nachhinein auf das Ganze. Und es gibt eine Zeit danach, und die wird ganz, ganz anders. Oder die wird anders, glaubt mir das. Und vielleicht schauen wir dann ein bisschen mehr aufeinander. Und es geht nicht bloß darum zu gucken, was ein anderer falsch oder schlecht macht und immer mehr und immer mehr. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe einmal gesagt, und noch mehr Erfolg und noch mehr Erfolg. Es ist nicht so wichtig, dass ich die Prüfung gewinne. Viel, viel wichtiger ist, dass ich einen schönen Tag verbringe, dass ich einen gesunden Hund mit heimbringe. Und wenn irgendwas an dem Tag nicht ganz so funktioniert hat wie beim Training, das ist eigentlich wurscht. Und so ungefähr möchte ich jetzt Schluss machen. Man sollte ja jetzt eigentlich mit dem Lied schließen, gemeinsam schaffen wir das von den Xavier Naidoo, weil das passt irgendwie, es passt zu dieser Zeit, es passt zu unserem Hundekurs, es passt zu dem, was wir machen. Was ist denn das? Standbild. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Und ich kann vielleicht nicht alle Fragen beantworten und alles machen. Aber ich versuche, so viel wie möglich euch mitzugeben. Und es ist auch egal, ob mich heute jemand mit einem Deutsch-Langhaar, mit einem Weimaraner, mit einem Magyar-Wissler, mit einem kleinen Münsterländer oder sonst was. Ich versuche, dass das einfach unsere gemeinsame Sache Hundearbeit gut über die Bühne geht. Und an alle Züchter und Hundeprofis möchte ich sagen, jetzt ist die Zeit, wo ihr euch ganz besonders darum kümmern sollt, um unsere jungen Führer. Und danke an euch alle, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt jetzt. Und wir jetzt Sonntag Mittag essen können. Und trotzdem, irgendwo habe ich schon eine trübe Augen, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt entweder mit meinem Hund oder mit meinen Führern, wo ich Richter war, ins Suchenlokal fahren und da ein Plausch, wie war es bei dir, wie war es da und so weiter. Ich werde euch auf jeden Fall über meine Facebook-Seite informieren, wenn ich wieder was mache. Es wird nicht lange auf sich warten lassen, hoffe ich. Und es wäre schön, wenn da alle wieder oder viele dabei sind. Ihr findet uns auf Facebook oder auf Instagram. Und schreibt einfach was oder tut was mit eurem Hund. Aber wir werden das gemeinsam meistern und uns auf vielen Hundeprüfungen noch treffen. Und dann vielleicht drüber lachen, über das eine oder andere, was ich für einen Versprecher gehabt habe. Oder ich hoffe, dass ich keinen Scheiß irgendwo erzählt habe. Oder Ding. Aber diejenigen werden sich sicher bei mir rühren, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat. Aber ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag
und viel, viel Spaß mit euren Leben. Gemeinsam schaffen wir das. Also, ciao.